Wie sicher alle wissen, sind wir im Rahmen vom Monat der freien Bildung hier. Ich werde kurz was zum Projekt sagen. Und zwar ist unser Ziel, die Hochschulen von den Hörsälen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, insbesondere Lehrveranstaltungen vom Hörsaal auf öffentliche Plätze, in den Park oder auf unseren Cabrio-Bus zu bringen und damit möglichst viele Leute zu erreichen, weil Hochschulbildung ist ziemlich mysteriös teilweise wahrgenommen in der österreichischen Bevölkerung und wir würden da gerne einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die ein bisschen weniger mysteriös wahrgenommen wird. Den Flyer dazu haben wahrscheinlich eh schon die meisten gesehen. Da haben wir Infos dazu und vor allem auf der Homepage findet ihr auch das aktuelle Programm, wo noch ziemlich viele spannende Punkte in den nächsten 2 Wochen sind. Ja. Dann würde ich ganz kurz die 2 Herren vorstellen. Der Martin Ebner ist Leiter von der Abteilung Vernetztes Lernen von der TU Graz und der Michael Kopp ist von der Akademie für Neue Medien und Wissenstransfer von der Karl-Franzens-Universität Graz. Und ich würde sagen, für einen Einstieg wäre es vielleicht interessant, von den beiden zu erfahren, was sie dazu bewegt hat, sich näher mit dem Thema Open Education zu beschäftigen. Wo soll ich anfangen? Ja, das ist eigentlich weit auszuholen. Warum beschäftige ich mich mit Open Education? Also als Begriff Open Education heißt wirklich freie Bildung und zwar Zugang zu Bildungsmaterialien ohne Hürden quasi. Und wir haben sehr früh damit begonnen im Rahmen von EU-Projekten. Da hat also 2002 hat die UNESCO das definiert. Da war das ein Riesenhype auf EU-Ebene damals schon. Und da hat man sich einfach genähert und da war noch der große Gedanke, man bringt Materialien in sage Drittstaaten unter. Die können das nutzen und die Westeuropäer geben das irgendwie her. Und das hat uns also alles, noch sage ich jetzt einmal, war zwar nett, aber wenig berührt. Und dann haben wir das zweite große Thema, das ist das Urheberrecht in Österreich. Also das heißt, wir haben Riesenschwierigkeiten, dass wir eigentlich Materialien zu Lehr- und Lernzwecken verwenden können. Und wenn man das weiterdenkt, also ich beschäftige mich dann auch sehr stark mit Technologien und Kindern und Schule. Und da reden wir von Tablet-Klassen, dann sind Tablet-Klassen deswegen nicht umsetzbar, weil wir es einfach logistisch nicht in die Reihe kriegen, dass wir Unterlagen dafür haben, weil die einfach urheberrechtlich so stark geschützt sind, dass also nicht einmal das im Graubereich ist, sondern eigentlich ist es alles gegen das Gesetz. Und der Gesetz, dann ist die Schiene begonnen, also ich bin auch Vorstand im Verein Forum Neue Medien Austria und dort haben wir also dann sehr früh begonnen, mit der Nationalratsebene quasi bis davor zu dringen und Gesetzesänderungen zu erwirken. Wenn es wahr ist, schaffen wir das heuer im August, dass es eine Regelung gibt, die etwas, das ein bisschen aufweicht. Aber das ist ein Prozess über 7 Jahre schon und das ist ein Aufweichen. Da können wir dann gerne noch näher reden, was im Detail das ist, das uns eigentlich nicht wirklich weiterhilft. Und irgendwann haben wir dann erkannt, dass die einzige Chance ist, über freie Bildungsressourcen und Materialien zu arbeiten. Und ich würde sagen, ich beschäftige mich jetzt wissenschaftlich praktisch, also damit eigentlich schon 5, 6, 7 Jahre. Und wir versuchen das auch aktiv umzusetzen eigentlich. Und gehöre wahrscheinlich zu den aktivsten Vertretern im deutschsprachigen Raum, der das vehement einfordert, weil ich einfach sonst keine Zukunft sehe. Also jetzt, was digitale Medien in der Bildung betrifft. Nochmal so viel von meiner Seite. Ja, also bei mir ist es irgendwie so, wenn ich zurückdenke an meine eigene Studienzeit, dann war das eigentlich alles kein Thema von wegen freier Bildung, freier Bildungsressourcen, weil grundsätzlich hat es ein Buch gegeben und grundsätzlich hat es glücklicherweise noch ab und zu ein Skriptum gegeben, das man sich kopiert hat, wo man auch nicht lange nachgefragt hat und es einfach kopiert hat. Bücher waren auch zu kopieren, aber natürlich waren diese Kopien alle enden wollend, weil das natürlich viel Geld gekostet hat und viel Zeit in Anspruch genommen hat. Mit dem Aufkommen der digitalen Medien ist das alles jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, dass auch viel Missbrauch betrieben wird mit der Verbreitung von digitalen Medien, aber sehr viel unwissentlich, nicht bösartig, sondern einfach, weil es niemand so genau hinterfragt, was man da eigentlich tut, wenn man sich irgendwas von einer Website runterladet, weiterverwendet oder Skripten elektronisch weiterverteilt etc. Mein Zugang ist vor allem der eines, sagen wir mal so, von einer gesellschaftspolitischen Seite her, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, warum jemand, der an einer Uni unterrichtet und dort Materialien erstellt, für diese Materialien, für deren Erstellung er im Rahmen seiner Uni-Tätigkeit ohnehin Geld bekommt,
noch einmal Geld einfordern sollte oder kann. Das ist Usus in vielen Bereichen. Ich glaube, dass viele mit dem noch Geld verdienen, vor allem im Werbungssektor, sei denen auch unbenommen. Also ich bin jetzt kein totaler Gegner des Urheberrechts, das sage ich auch gleich dazu, das können wir nachher noch einmal diskutieren. Aber wie der Martin auch, sehe ich es auch so, dass der einzige Ausweg, um Bildung möglichst breit anzulegen, die Möglichkeit ist, mit Hilfe von breiten Bildungsressourcen eben genau Möglichkeiten zu schaffen, dass jeder und jede auf alles zugreifen kann. Ja. Wir produzieren ohnehin. Und es ist irgendwie ein Bildungsauftrag der Universitäten, zumindest aus meiner Sicht, dass das möglichst breit angelegt ist, möglichst verständlich auf der einen Seite, ohne jetzt natürlich die Wissenschaftlichkeit außen vor zu lassen, aber gleichzeitig es nicht einzusehen, wenn die Möglichkeit der digitalen Verteilung ja schon einmal gegeben ist und ich nicht mehr auf die UB gehen muss, um mir ein Buch auszubohren, sondern das im Internet runterladen kann, dann soll das doch bitte dann auch für alle möglich sein, eben auch vor dem Hintergrund, dass ja, wie viele andere auch an der Uni, oder eigentlich alle grundsätzliche Steuergelder bezahlt werden. Deswegen sollte dieser Rückfluss auch stattfinden. Ich beschäftige mich noch nicht so lange wissenschaftlich mit dem Thema, bin da eher zum Sog und von Martin Ebner auf das Thema eigentlich auch gekommen, um das so zu benennen. Der Grundgedanke eigentlich ist aber seit meiner Tätigkeit an der Uni wieder seit 5-6 Jahren eigentlich ganz klar, dass wir das machen wollen. Ja. Okay, dann danke einmal für diese klaren Antworten. Auch schaut da persönlich zu, bis da gut durchgekommen. Ich glaube, uns Studierenden, die das sitzen, können überhaupt mit dem Gedanken also d'accord gehen, wenn es darum geht, dass Lehrende teilweise horrende Summen für Skripten verlangen. Das ist leider noch immer Usus, sowohl also bei uns auf der TU auch. Und ich finde eben auch, dass das ein richtig guter, oder dass das ein richtig guter Ansatz ist, zumindest das einmal einzudämmen. Und das nächste gute Thema dazu wären ja auch die sogenannten MOOCs oder MOOCs. Das sind Massive Open Online Courses, die die TU Graz zusammen mit der Universität Graz seit März 2014 jetzt anbietet, wo es für jedermann frei zugänglich Lehrveranstaltungen im Internet anzusehen gibt. Und ich würde Sie jetzt nur bitten, kurz zu beschreiben, was das MOOCs genau ist und was man darunter versteht. Und geht das eigentlich in Richtung OER oder ist das etwas anderes? Ist das parallel oder gehört das dann doch zusammen? Und da würde ich jetzt bitte kurz mal erklären. Darf ich noch ganz kurz gleich eine Frage dazu geben? Das Massive, worauf bezieht sich das? Ist das die Anzahl der Kurse oder wie breit das gefächert ist oder vielleicht auch, dass möglichst viele Zuseher erreichen sollte? Oder vielleicht alle drei Sachen? Ja. Mache ich die allgemeine? Ja, also Massive Open Online Courses ist eigentlich ein Phänomen, das es seit einigen Jahren gibt, das aus den USA kommt, dort von Elite-Universitäten ausgegangen ist. Und wo es einfach darum geht, möglichst viele, und das darauf bezieht sich dann auf Massive, ja, also möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, online in einem offenen Kurs mit Inhalten zu versorgen. Ja. Wir müssen aber ein bisschen differenzieren, wenn wir von offen reden. Ja. Also Massive heißt irgendwie so ab, sage ich mal, 200 aufwärts, wobei eine genaue Zahl gibt es nicht. Ja. So ein Richtwert ist, man soll sie untereinander einfach nicht mehr kennen können. Ja. Also wenn Teilnehmerinnen untereinander sich nicht mehr kennen, dann reden wir irgendwie von Massive. Ja. Und Open heißt ja eigentlich, kann man sehr unterschiedlich interpretieren. Zum einen, ich kann es im Netz konsumieren. Das ist grundsätzlich bei allen MOOCs sozusagen der Fall. Ja. Aber Open heißt noch lange nicht, dass ich diese Materialien dann auch weiterverwenden darf, bei allen MOOC-Anbietern, die es so gibt. Ja. Bei den meisten ist das eben nicht der Fall. Ja. Und Open heißt auch nicht, dass ich, wenn ich diesen Kurs besuche, automatisch auch ein Zeugnis bekomme oder eine Teilnahmebestätigung oder was auch immer. Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass Materialien zum Konsum meistens vorhanden sind, aber die Weiterverwendung eigentlich sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Ja. Online ist klar, und was ein Kurs ist, ist eigentlich auch klar, wobei, da könnte ich jetzt länger was erzählen, wenn es dann den interessiert, mache ich das auch gern, dass es unterschiedliche Formen von MOOCs gibt, mit mehr Beteiligung der Teilnehmerinnen und mit weniger Beteiligung der Teilnehmerinnen, wenn man das auf ein Präsenzformat runterbricht, dann geht es irgendwie darum, dass man sagt, okay, man hat einen Vorlesungstyp, ja, wo die Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden sehr gering ist,
Und man hat auf der anderen Seite sowas wie Seminare, wo es sehr viel Interaktion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt und auch mit den Vortragern. Also das sind so zwei grundsätzliche unterschiedliche Typen, die man MOOCs klassifizieren kann. Wir haben uns gedacht, ja, das machen wir auch. Ja, also was die in den USA können, das bringen wir auch zusammen. Hatten von vornherein ein bisschen Angst, was jetzt Massive anbelangt. Jetzt ist Österreich natürlich nicht die USA und Deutsch ist nicht Englisch. Ja. Also allein die Reichweiten sind andere. Aber wir hatten dann das Glück, dass wir vom Steirischen Zukunftsfonds eine Förderung bekommen haben, mit deren Hilfe, also eine Teilförderung, das sage ich auch gleich dazu, mit deren Hilfe und mit sehr, sehr viel Eigeninitiative und eigenen Mitteln der TU Graz und unserer Uni, wir eine eigene Plattform entwickelt haben. Die heißt jetzt eMOOCs auf gut Steirisch, ja, eben in Anlehnung an MOOCs auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, weil wir sagen, ja, also wir mögen das wirklich, ja, wir mögen freie Bildungsressourcen und wir haben auch einen Slogan geprägt für dieses Projekt und der Slogan heißt Bildung für alle. Und das ist wirklich was wir erfüllen wollen. Ja? Wir wollen vor einem wissenschaftlichen Hintergrund Bildung anbieten, die alle interessiert und die für alle frei zugänglich ist. Ja? Das ist uns sehr wichtig und das unterscheidet uns auch von anderen MOOC-Anbietern, weil wir eben diese gesamte Breite haben und weil wir mit diesem Angebot auch freie Bildungsressourcen anbieten. Und warum wir das machen und wieso die so ausschauen, diese Ressourcen, die wir anbieten, das machst du, oder? Ja, also das noch einmal zurückkommen auf das Open. Also es war wirklich so, dass bis gegründet worden, 2009 war der erste Kurs, das war der George Simmons an der University of Athabasca, den kenne ich recht gut eigentlich. Und der Mann treibt so wahnsinnig im Netz herum und hat immer die Idee gehabt, der verbindet die ganze Welt quasi in einem Kurs. Er hat das gelaufen, hat also wahnsinnig viele Teilnehmer gehabt, daraufhin hat man das dem Ganzen, dem Schild Massive Open Online Course umgehängt, also wirklich Open. Hier hat jeder mitmachen können, die Materialien waren alle frei und so weiter, also wirklich genau diesem Gedanken folgen. Das ist nicht großartig bekannt geworden, sondern bekannt geworden ist, wie Sebastian Thrun quasi dann von der Stanford University 100.000 Vorteile künstliche Intelligenz unterrichtet hat. Und der hat aber typisch Techniker-like eine Plattform hingestellt und hat gesagt, also ich stelle euch ein paar Videos rein und ihr könnt euch die Materialien dazu anschauen und ich bin nie wieder gesehen. Und das Gleiche, und das, was dazukommen ist, es ist zwar frei zugänglich, aber ihr müsst euch dort registrieren, wir tracken euch die Daten, wir verwenden diese Daten und machen dann nachher auch wieder schön zu. Und also weg war der Gedanke von open und frei verfügbaren Materialien. Das ist dann also, wie gesagt, durch die Presse gegeistert und ich habe mich also intern immer aufgeregt, dass eigentlich ist es ein massive free Course eigentlich, ein free online Course, weil man kann es kostenlos nehmen, aber man muss ja seine Daten abliefern. Und wir wollten also quasi ganz explizit eben wirklich die Plattform hinstellen mit dem Hintergedanken, es open und als OER auszuschildern. Die Idee ist also primär schon auch Kurse anzubieten, aber die Kurse, ich weiß, das jeder hat keine Zeit, es sind zwar viele Teilnehmer am Anfang, wir haben nachher riesige Dropout-Raten, aber das Interessante ist, wir haben nachher Videos im Netz, die jeder verwenden kann. Und wie gesagt, die anderen machen zu und meine Idee war, sobald wir Ende sind, stellen wir die Videos auf YouTube und die sind quasi frei zugänglich für jedermann und haben so eine Lizenz, dass sie also auch in jedem anderen Hörsaal oder in jeder anderen Schule gespielt werden können. Das ist nicht trivial, weil natürlich geht es manchmal nicht mit den Meinungen der Lehrveranstaltungsleiter konform, ja, also wenn sie sich dann der Tragweite bewusst sind. Aber das ist das Credo und noch können wir es halten bei der überschaubaren Anzahl an Kursen. Ich lasse einfach niemand anderen rauf, wenn er dem nicht folgt. Ja, also, das, also Open ist für uns Voraussetzung und da unterscheiden wir uns also massiv auch von Eversity, was also die größte deutschsprachige Plattform ist zum Beispiel. Und es geht also wirklich darum, mehr Bildungsmaterialien zentral anzuhäufen, sage ich jetzt einmal, als wie große Kurse zu spielen, ne? Das als Hauptidee. Ich kann da vielleicht noch ergänzen mit einem praktischen Beispiel. Wir haben einen Kurs, der läuft jetzt noch, das ist fertig, die Aha-Erlebnisse aus der Experimentalphysik. Ja, ist die Woche fertig worden. Ja, ist die Woche fertig. Da geht es also um Experimente mit Kerzen, die physikalische und chemische Phänomene erklären. Die Materialien sind frei zugänglich und frei weiterverwendbar. Ja. Was bedeutet das? Wir haben, also ich habe Freunde, Bekannte, die Physik unterrichten in Schulen, die mich vor Jahren schon gefragt haben. Also ich habe einen Anruf bekommen und gefragt, ja, wie mache ich denn das? Ich würde gerne ein YouTube-Video speichern, runterladen und auf meiner Festplatte speichern. Das ist grundsätzlich nicht erlaubt. Das habe ich
meiner Freundin damals auch erklärt, die hat das nicht verstanden. Die hat gemeint, sie braucht das aber für ihre Schülerinnen und Schüler. Ja? Und Urheberrecht ist ja eigentlich egal. Wie ich ihr jetzt gesagt habe, okay, du hast jetzt Materialien, die du runterladen kannst, und das sind auch nicht die einzigen, weil wie in den Unterlagen, oder wie wir vielleicht später auch noch sagen wollen, gibt es viele Quellen mittlerweile, wo wir freie Bildungsressourcen zur Verfügung stehen. Man muss es den Leuten einfach sagen, dieses Projekt IMOX will auch dazu beitragen, eben zu verbreiten, dass es freie Bildungsressourcen gibt, dass man die nutzen kann. Und gleichzeitig geht es wohl auch darum, ein bisschen mehr Interesse und mehr Awareness sozusagen dafür zu bekommen, wie man mit Materialien grundsätzlich umgeht. Ja. Ja. Wenn die Idee immer Offenheit heißt, sabotiert man das nicht irgendwie, wenn man eine Kamera mitlaufen lässt? Also ich habe schon mit Lehrern geredet, die meinen, sie wollen das nicht, sie fühlen sich unwohl, und wenn da die Kamera läuft, dann würden sie anders unterrichten. Dann gäbe es den einen oder anderen Scherz nicht, denn die Studierenden vielleicht genauso an den Vortragsstil schätzen. Und auch mir geht es nicht anders. Ich formuliere anders, überlege mir, es ist vielleicht weniger spontan, wenn ich weiß, da laufen Mikrofone und Kameras mit. Also es gibt zwar für und wieder. Auf der einen Seite habe ich dann schon gehört, da muss ich ja direkt nachdenken, was ich sage. Und das, dann muss ich mich, ich habe auch schon gehört, ich muss mich dann besser vorbereiten. Und das war so ein Vorwurf gegen mich. Ich habe gesagt, es kann doch wohl als Professor nur gut sein, wenn die Qualität sich hebt. Natürlich kann ich gewisse Schimpfsachen nicht mehr von mir posaunen. Also ich kann nicht offiziell den Bundesminister beschimpfen oder so. Also für mich selbst gesprochen, also am Anfang ja, aber nach der vierten Einheit denke ich darüber gar nicht mehr nach, und das ist ja eigentlich so, dann ist es irgendwie gefallen. Es stimmt, dass ich manchmal im Hinterkopf habe, ja, es läuft ja die Kamera, aber ich sage immer, nach österreichischem Recht darf ich noch sagen, was ich will, und sie mögen mich dann quasi verklagen oder so, aber im Prinzip habe ich das sehr schnell abgebaut. Noch, aber die Gesetzeslage kann sich ändern. Kann sich ändern, ja, da muss man dann vielleicht, dann ist das Zeug im Internet, ja, was soll's. Also ich glaube, das hat auch sehr viel mit Selbstsicherheit zu tun. Ja. Also das ist ähnlich wie das, also wir wissen das ja alle, es gibt in Österreich eine große Tradition, dass sich Kolleginnen und Kollegen in den Hochschulen nicht gegenseitig in Hörsälen besuchen. Ja. Weil da könnte man ja was erleben und man könnte vielleicht ein Feedback geben müssen. Ja. Und ich glaube, also auch für mich persönlich, das hängt auch damit zusammen, wie man Lehre definiert. Ja, es ist eine Frage der Qualität, und wenn die Qualität im Ausdruck und im Inhalt besser wird, wenn ich mich besser vorbereiten muss, ich merke das auch selber, ich weiß, wenn ich was in einem Seminarraum sage, ist das weg. Ja, wenn ich das auf einem Video sage, dann kann mich jeder festnageln. Nur Selbstbewusstsein insofern auch, dass mir klar sein muss, dass ich schon längst nicht mehr alles wissen kann zu einem Thema. Und wenn ich mal was sagen lassen kann von meinen Studierenden, dann lerne ich selber auch was dazu. Nur diese Überlegung muss man als Lehrer einfach haben. Ja? Und wenn man die Überlegung nicht hat oder nicht akzeptiert, dann tut man sich, glaube ich, auch schwer, seine Lehre nach außen so zu veröffentlichen, dass sie auch nachvollziehbar ist. Also mir fällt jetzt noch was ein, was also sehr oft passiert, und das ist also wirklich Realität mittlerweile, dass ich Anrufe von Lehrenden kriege. Was tun wir denn? Da vor uns liegen lauter Handys, die zeichnen mir auf. Und die Aktion heißt nur, also wenn ich das offensichtlich besteht, Bedarf, die Studierenden brauchen das, und wenn ich dem Ganzen also das so laufen lasse, weiß ich, er wird auf dem Internet kursieren, so oder so, und machen wir es doch gleich gescheit, ja, so im Prinzip. Also, und das kann man sehr schwer verhindern. Ich sehe es halt dann einfach nicht mehr. Also ich kann auch schwer sagen, der in der vierten Reihe, was machen Sie mit dem Handy gerade, was nur weil es liegen hat. Also das ist also auch etwas, was schwer, und es nimmt rasend zu. Also das ist... Und damit ist das sowieso irgendwie, diese Barriere ist weg. Also ich glaube, das ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, wenn ich glaube, ich bin anonym im Hörsaal und das weiß niemand mehr, was ich da gesagt habe. Eine Frage jetzt nur dazu, weil Sie zur Qualität angesprochen haben. Der größte Kritikpunkt bei Open Education ist ja quasi, dass man didaktische Werte, die man im Kurs vermittelt, also soziale Aspekte mit dem Umgang mit Professoren, menschlicher Kontakt, dass der dort verloren geht durch diese Open Education quasi, dass man das als Film sieht. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt da. Wie stehen Sie zu dieser Thematik an sich, und glauben Sie wirklich, dass dieser Wert so ausschlaggebend ist, auch auf die Lehre bezogen, also, dass man den Lehrwert und den Lehrcharakter
Ja, also wir dürfen jetzt nicht eins vergessen. Also wenn wir zwei da sitzen, ist die beste Lehrqualität, die wir haben. Ja? So. Jetzt müssen wir darüber überlegen, wenn das, ich kann das nicht mit jedem machen, das geht natürlich nicht. Und das Problem ist, ich kann das auch noch mit meinen 100 Studenten machen und dann ist es aus. Und es gibt viel, ich kann viel mehr Bildung noch erreichbar machen und es gibt genug andere Gründe, warum wir gerade nicht ein 1-zu-1-Gespräch führen können und dann ist man doch plötzlich relativ froh, wenn wenigstens das andere da ist. Also ich sehe es einmal grundsätzlich A als Erweiterung. Ja, also nicht als Ersatz, sondern einmal wirklich als Erweiterung. Und das Zweite ist, ich glaube, dass sich durch diese Form auch andere didaktische Möglichkeiten geben. Also wir haben einfach Inhalte, die können wir auf Video bannen, vielleicht besser als in einer Präsenzvorlesung, weil das habe ich wirklich schön ausgearbeitet, schön dazu gesprochen und das ist, also kann man sich 100-mal anschauen. Das ist also vielleicht qualitativ besser. Und dafür kann ich mich jetzt in der frei gebliebenen Zeit in den Hörsaal stellen und sagen, wir üben das jetzt. Ihr fragt mich dazu. Ja, also ich bringe euch, ihr bereitet euch quasi vor, kommt wieder zu mir, wir diskutieren über den Stoff. Das ist für mich aufwendiger als Lehrender, für euch auch anstrengender vielleicht, weil ihr müsst irgendwie am Laufenden bleiben. Aber es könnte sein, dass es damit qualitativ wesentlich schneller geht. Also dieses wirkliche Kursspielen, ja, ich melde mich bei Sebastian Trum an, mache einen Kurs durch, habe noch eine Teilnahmebestätigung, macht so ein geringer Prozentsatz, das ist es nicht. Ne? Sondern es ist es, dass wir Dinge nach außen geben mit der Idee, das ist ja, eignet sich hier, ja, und es hilft einmal, aber das, hat, das ersetzt keine Präsenzveranstaltung, ja, das ist mir völlig klar. Nur kann ich vielleicht jetzt plötzlich mit dem Raum was anders machen. Aus meiner Sicht kommt es sicher nie die taktischen Werte ersetzen. Nein, das geht ja nicht. Aber so ein Kombinationsspiel, ja, genau. Also unterstützende Kraft. Und genau, also ich sehe es auch nicht. Also es ist kein Rausekeln eines Studenten aus dem Hörsaal, sondern eigentlich ist die Idee zu sagen, also wir helfen euch jetzt noch mehr als wie vorher. Ich glaube, also, man muss das unterscheiden. Also wenn man klassische MOOCs sich anschaut, ja, sieht man, dass die meisten Teilnehmenden keine Studierenden sind. Ja, sondern das sind Menschen, die haben meistens, also sehr viele haben einen Abschluss, einen akademischen, und dann gibt es sehr viele Interessierte und dann kommen erst die Studierenden. Das heißt, es sind Menschen, die einfach sich selbst weiterbilden wollen. Ja? Und die machen das halt, wenn sie Zeit haben, weil sie zeit- und ortsunabhängig diese Dinge konsumieren können. Und davon unterscheiden, also das eine ist das, was du angesprochen hast, dieses Converted oder Flipped Classroom-Prinzip, wo es einfach darum geht, Inhalte, die Studierende, wenn sie es monoton vorgelesen bekommen, ja, ja, sich entweder selber aneignen können, also entweder durch einen monotonen Videovortrag, ja, da können sie sich wenigstens anschauen, wann sie wollen, ja, besser noch durch einen gut aufbereiteten Videovortrag oder meinetwegen auch durch ein Buch. Ja, und dann die Zeit, die im Hörsaal bleibt, eben qualitativ so zu nutzen, um diese Inhalte zu diskutieren und zu hinterfragen. Ja. Also wirklich Qualitätszeit zu schaffen in den Präsenzzeiten. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt und da können Videos einfach unterstützen. Mir geht es aber um was anderes, hauptsächlich auch noch, wenn wir von freien Bildungsressourcen reden. Das sind eben nicht nur Videos, ja? Das sind viele Grafiken, das sind Bilder und Texte auch, ja? Die eben frei verwendbar sind. Und der große Vorteil ist der, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, ob ich, wenn ich öffentlich, so wie jetzt, Video aufgezeichnet, ein Bild in die Kamera halte, plötzlich von einem Anwalt einen Klagsbrief bekomme, weil irgendjemand die Rechte auf diesem Bild hat und mich klagt, weil ich es veröffentliche, widerrechtlich. Ja. Der Nachteil, unter Anführungszeichen, ist immer bei denen, die diese freien Bildungsressourcen erstellen, ja, weil sie viel Arbeit investieren. Und wir können gern darüber diskutieren, warum macht man das eigentlich? Ja? Also warum soll ich heute, und da gibt es ja auch diese Charaktereigenschaft, sage ich jetzt mal, also was ich mache, gehört mir. Ja? Die gibt es unter Hochschullehrenden, die gibt es unter Lehrerinnen und Lehrern. Ja? Und ich glaube, das ist auch eine Frage des Charakters, jetzt nicht sehr wertend gemeint, aber entweder ich sage, okay, was ich mache, gehört allen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Zug, wenn ich freie Bildungsressourcen erstelle, ja? Weil es ist Aufwand und das muss man zahlen und das kann man auch noch reden, wer das denn zahlen soll, weil freie Bildungsressourcen heißt noch lange nicht, dass sie kostenlos sind, ja? Das heißt nur, dass sie frei verfügbar sind. Also ich will nochmal auf den anderen Aspekt dazu kommen, das habe ich zuvor vergessen, also es ist die MOOCs, wie wir angefangen haben damit, ich kriege ja reihenweise E-Mails. Und die E-Mails war, glaube ich, noch nie ein Student. Also ich habe Leute, die sagen, endlich macht die Uni das, ich kann mir das während der Arbeitszeit, nach der Arbeitszeit und so weiter. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich rede also mit deutlich Leuten, die weit über 50 sind.
Ja, also die wirklich sagen, super Sache, jetzt kann ich mir das anschauen, ihr bringt es mir da irgendwie auf den Stand wieder. Und ich habe plötzlich eine neue Bevölkerungsschicht erschlossen, die die Universität bis heute also noch überhaupt nicht nachgedacht hat drüber. Und was wollte ich noch sagen? Das zweite war, genau, ist das, also das Urheberrecht ist schon grauslich, weil ich behaupte jetzt einmal, alle, die an dem Tisch da sitzen, haben sie in ihrem Leben schon einen Formelzettel erstellt, indem sie irgendwo hergegangen sind und mit Copy-Paste das bei sich zusammenkopiert haben. Und das ist der Beginn des Urheberrechts. Ne? Das heißt, also hat man den Autor gefragt, ob man das jemals darf, weil ich gehe davon aus, er hat nicht definiert, dass es eine freie und offene Bildungsressource ist. Ne? Wenn du es machst, nur für dich, ja, aber das Ganze passiert erweitert. Darum sage ich, also, ich war noch nicht fertig. Also man stellt sich diesen freien Formelzettel und das nächste ist, man gibt ihn weiter, in welcher Form auch immer. Ne? Also in dem Moment ist man dran. Ne? Also, und das passiert also laufend eigentlich und ich will eigentlich alle aus dieser Grauzone rausholen irgendwann. Ne? Also es ist nicht einsichtig und ich glaube, die meisten Professoren haben auch nichts dagegen, dass man ihr Skript zerschneidet, aber es steht halt nirgends. Und wir haben zum Beispiel gerade in Deutschland Anwälte, die spezialisiert sind aufs Urheberrecht, die klagen ohne Klienten. Der klagt halt einfach, weil er weiß, Urheberrechtsverletzung ist begangen worden und das heißt dann ungefähr 2.000 bis 10.000 Euro, die man unschaut zahlen kann, das bringt nichts, also das zu diskutieren. Also Bilder auf der eigenen Webseite verwenden, 2.000 Euro im Blog und lauter so Geschichten und die verdienen wirklich gutes Geld, ohne dass sie es halt wie schnell fahren. Ne? Ja, ein bisschen teurer. Kurz bevor wir auf die rechtlichen und ökonomischen Aspekte hingehen, möchte ich nochmal beim Wort Qualität einhaken. Grundsätzlich kann ja jeder so MOOCs oder MOOCs starten. Ist es irgendwie angedacht, dass man Qualitätskriterien dafür schafft? Weil, böse gemeint, nur wenn da jetzt die TU Graz und die Uni Graz zusammen Physik-Experimente zeigen im Internet, muss das ja noch nicht von guter wissenschaftlicher Qualität sein. Das darf ich beantworten. Wie wird heute an der TU Graz Qualität der Lehre überhaupt gemessen, wenn wir von einer normalen Lehre ausgehen, Physikvorlesung? Ja. Wie? Genau, das hat er auch so gesagt. Und wenn ich jetzt dann gleich einen berufenen Professor das online machen lasse, auf einmal diskutieren wir über die Qualität. Ist eigentlich sollte man uns einmal bei der Nase nehmen und darüber nachdenken, wie die Qualität der Lehre vor Ort ausschaut. Ja? Ist das, wie wird denn das definiert? Also es gibt auch dort keine große Regel. Und damit kann ich sagen, ist online jetzt also auch schwierig. Aber da gibt es irgendwie so bei uns 200 Jahre Geschichte und da gibt es ein ehrwürdiges Gebäude. Genau. Und da geht man extra rein und da geht man in der Früh aus dem Zimmer raus und sieht sich was an. Ja, es kann sein, dass ich am Nachmittag, nachdem ich aufgestanden bin, in der Unterhose vom PC und schaue mir was an. Und ich glaube, da kommt irgendwie das Gefühl von Qualität her. Klar, das ist alles nicht greifbar, aber ich glaube, basierend auf dem, was Universität halt so lang schon ist. Nein, ist mir schon klar. Also man steht vorne und hat dann das entwickelt und steht vor der Tafel, hat sie seinweise vollgeschrieben. Das ist jedem im Kopf klar, was da passiert. Aber wenn man jetzt plötzlich ein Video erzeugt, das mehr Aufwand ist, als wie mich nur hinzustellen und runterzureden, wahrscheinlich fünfmal machen muss, wird plötzlich über die Qualität nachgedacht. Aber umgekehrt, also wie gesagt, das sind Lehrende der TU Graz, das sind Lehrende der KFU derzeit noch. Also es ist natürlich und im Prinzip Qualitätsschiene ist eigentlich wir. Sind die Verantwortlichen, dass wir es online gehen lassen. Ja, und ich lasse halt nichts online gehen, wo ich mir denke, na, das ist jetzt vielleicht nicht. Die Frage ist ja wohl auch, welchen Qualitätsanspruch verfolge ich womit? Ja? Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, was wir da machen, ist nicht Lehre. Ja? Also das sind keine Vorlesungen. Ausgenommen von unserer Lehrveranstaltung jetzt, weil wir eine haben, die gleichzeitig eine Lehrveranstaltung für die Karl-Franzens-Universität ist und gleichzeitig ein MOOC ist. Aber alle anderen MOOCs sind keine Lehrveranstaltungen. Und Qualität definiert sich wohl so, dass ich davon ausgehen kann, dass wenn ich einen Physik-MOOC habe, dass dort keine falschen Aussagen über physikalische Phänomene getroffen werden. So, wie kann ich das sicherstellen? Also ich kann es nicht sicherstellen, weil ich bin kein Physiker, sondern ich bin Geisteswissenschaftler. Ja? Jetzt kann ich es vielleicht bei diesen Alltagsphänomenen gerade noch mit meinem AHS wissen, ja? Aber in anderen Kursen werde ich das halt nicht mehr können. Da gehe ich davon aus, dass ich mit einem Selektionsverfahren, was die Vortragenden und die Anbieterinnen und Anbieter der einzelnen Kurse betrifft, einfach so gut bin, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Qualität dieser Anbieterinnen und Anbieter okay ist. Ja. Aber das mache ich doch bitte in der Lehre auch. Ja. Also wenn wir 3.000 Lehrende haben an der Karl-Franzens-Universität, bitte, wer prüft denn?
ob das, was die dort sagen, tagtäglich wirklich von hoher oder geringerer Qualität ist. Ja? Da gibt es ja auch keine Polizei, die da drinsteht. Ich weiß schon, dass es Lehrveranstaltungsevaluationen gibt. Gut, da können wir jetzt aber mal sagen, also das behaupte ich jetzt mal so, dass die Evaluation, die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim MOOC machen, umfangreicher ist als die Lehrveranstaltungsevaluation. Also das Feedback ist bei uns größer. Ja? Also die Möglichkeit zum Feedback. Ja. Darf ich da ergänzen, was da vor, was ich erwähnt habe, es gibt dann doch Restriktionen aufgrund der Qualität quasi. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem Open Education? Bei Open stellt für mich eigentlich klar, dass jeder drauf posten darf, weil es Phosphären wichtig ist quasi und auch den Inhalt und die Qualität vermitteln. Es ist doch ein bisschen ein Widerspruch, weil Sie haben jetzt gesagt, wir, also jetzt sind zwar schon drüber quasi und geben es dann frei. Also irgendwie ist dann doch nicht Open. Durch das. Es ist doch dann noch gewisse Restriktionen da. Achso, so meinst du, ja. Ja. Naja, also wir sind kein Speakers Corner. Ja? Das muss man einfach dazu sagen. Also es geht auch nicht um freie Meinungsäußerung. Also wir sind nicht YouTube sozusagen, wo jeder alles aufstellen kann, sondern wir haben schon einen Bildungsanspruch. Ja? Und wenn dieser Bildungsanspruch nicht irgendwie erfüllt wird, dann haben wir ein Problem, das über die Plattform laufen zu lassen. Ja? Jetzt kann man sagen, das ist Zensur, so würde ich es aber auf gar keinen Fall sehen, sondern ich würde es einfach so sehen, dass ich wirklich eine gewisse Qualität garantieren muss. Ich sage aber jetzt nicht, weil ich Chemie nicht mag, darf nichts über Chemie stattfinden oder so, ja? Sondern es geht eher darum, zu sagen, wenn jemand falsche Thesen vertritt, ja, die offensichtlich einer allgemeinen wissenschaftlichen Anschauung widersprechen, dann hätte ich ein Problem, solche Dinge auf diese Plattform zu stellen. Das wäre für mich jetzt also so das Einschränkungskriterium. Der Qualitätsanspruch, da kann man ja schon einen höheren setzen als bisher, weil man erreicht ja breitere Masse. Ja? Also was in einem Hörsaal vor 30 Leuten gesagt wird, richtet, naja, ob es einen kleineren Schaden ausrichtet, wenn ich dann Diplom-Ingenieur rausgeht, sei es drum. Aber zumindest ein Reputationsschaden, wenn da irgendjemand irgendeinen Unsinn unter der Überschrift Deo Graz oder Karl Franzens ins Internet rauslässt. Also müsste man dann nicht hergehen und sagen, wenn ich diese Art von Qualitätssicherung mache, dann heißt das, ich hole mir aus dem Bereich drei andere Lehrende, vielleicht noch von anderen Unis, nötige die sich dieses Material anzusehen und erst wenn die drei okay geben, also dieses Peer-Review-Verfahren, das sich ja sonst überall durch die wissenschaftliche Realität zieht, das müsst ihr doch dann eigentlich machen und nicht zwei, die nicht notwendigerweise vom Fach sind, die vielleicht auch sich von einem Eindruck irgendwie täuschen lassen können. Also ja, also ich würde das gern machen, kein Problem. Also liebend gern, dass ich 5 Querkontrollen habe und das qualitativ noch besser mache. Es scheitert nicht nur ansatzweise am Geld. Also das ist ja irgendwie auch nicht umsetzbar. Also ich hätte das natürlich gern und wenn nur die drei die besten Köpfe Österreichs das auch noch machen, umso besser, aber es ist einfach schwierig. Ich meine, weil also bei wissenschaftlichen Publikationen geht es ja auch, weil das geht's halt im Lebenslauf drinnen steht. Aber in der Lehre geht es auch so nicht, das müsste man für die gesamte Lehre irgendwie. Also, einhaken, nur weil Sie jetzt genau die Finanzierung gesprochen haben, rein das Finanzierungsmodell, muss man das nicht eigentlich auch in Frage stellen, weil es ist eigentlich auch nicht open, das ist ja vor der Universität Graz. Wenn Sie das Modell selber finanzieren würde, was es ja nicht tut, weil es ist ja kostenfrei. Dann, ja, aber das versteht, das versteht Open Education, hat nie gesagt, dass es quasi sich selbst trägt oder selbst finanziert, weil irgendwer muss irgendwann Geld in die Hand nehmen. Auch ehrenamtliche Tätigkeit muss gezahlt werden. Wenn es sich selber finanzieren würde, dann wäre es vielleicht open, weil dann kann man sicher sagen, dass es in den nächsten Jahren sicher auch weiterhin bestehen wird. Weil wenn die Universität Graz das Ziel anders lagert, beziehungsweise den Entwicklungsplan anders legt, dann kann man nicht sicher sagen, dass das in 10 Jahren auch noch besteht. Meiner Meinung nach. Also. Gut, das Problem entsteht aber überall dort, wo es einen Zugang zur Bildung gibt. Ja? Und jetzt ist eine Universität als Institution doch ein relativ sicheres Haus, auf das man bauen kann, sage ich einmal. Natürlich gibt es gerade junge Bewegungen, wie diese eMOOCs-Plattform eine ist, gerade am Anfang die Problematik, dass man selbst, wenn wir es kritisch anschauen, nicht sagen können, derzeit, ob wir in 5 Jahren diese Plattform noch anbieten können. Aber vielleicht können wir, wenn wir die ersten 3 Jahre schaffen, ja, dann ein relativ gesichertes Angebot liefern, das über einen langen Zeitraum auch gesichert vorhanden ist. Das stimmt natürlich. Die andere Frage ist, wer kann es tragen, ja, und wer ist sozusagen bereit, für dieses Wissen, das er da bekommt, auch was zu bezahlen. Ja. Und das wäre jetzt also die andere Möglichkeit. Also wenn wir von Crowdfunding oder ähnlichen Dingen reden, oder wenn wir sagen, jeder, der sich jede, die sich diese Videosequenz anschaut, zahlt 1 Euro, ja,
Wäre das ein Konzept vielleicht, ohne das jetzt durchgerechnet zu haben, ob sich das dann ausgeht? Wahrscheinlich noch immer nicht, ja. Aber gut, okay, wir haben 800 Leute im Kurs, also 8 Einheiten, da kommt schon ein bisschen was zusammen zumindest. Ja. Nur, das wäre kein Modell, das funktioniert, da ich mich jetzt zu prognostizieren. Ja. Eins möchte ich noch schnell sagen zur Qualität. Dort, wo Lehre oder Bildungsvermittlung so öffentlich ist, ja, dort, denke ich, haben sie auch eine bessere Qualitätskontrolle als beispielsweise im Hörsaal. Ja? Weil wenn ich 800 Menschen habe, wie bei unserem Kurs Lernen im Netz, die alle ein Feedback geben können, ja, dann bekomme ich mehr Kritik zurück, wenn was nicht passt, als wenn sie 30 Leute in einem Hörsaal haben, die noch dazu abhängig sind, dass sie ein Zeugnis bekommen wollen. Ja. Also deswegen würde ich das mit der Qualität gar nicht so schlimm sehen. Ja. Also das reguliert sich bis zu einem gewissen Grad auch selbst. Ja, wir reden eigentlich nur von der TU Graz und der Karl-Franzens-Uni momentan. Gibt es eigentlich österreichweit irgendwelche bekannten MOOCs und auch international irgendwelche MOOCs, an denen man gerne herankommen wird? Von der, sagen wir mal, Anzahl der Kurse her und auch Zuseher? Ja, also wie gesagt, also in Österreich ist ja so der erste, der gelaufen worden ist, war genau vor einem Jahr, das war der QR 13. Das war also zum Thema Open Educational Resources, da war die TU Graz beteiligt durch mich. Danach gibt es also ein paar vereinzelte MOOCs, unter anderem die FH Ioneum, die ja jetzt gerade wieder läuft und so weiter, also Einzelinitiativen, aber es hat sich in Österreich noch keiner wirklich also getraut zu sagen, wir machen jetzt eine Plattform und bieten dort mehrere Kurse an, ne? Und wirklich also bauen das auf diesem Ding auf, also nach dem Beispiel Stanford oder Harvard, wie auch immer. Und international ist es halt dann so, also deutschsprachig ist OpenHB, also das ist die Hasner-Platten-Institut. Und dann gibt es die Diversity im Prinzip, also als großer Anbieter im deutschsprachigen Raum. Und dann auch geht es halt an die großen wie Coursera, Udacity. Das sind halt alle, die von diesen Elite-Universitäten getragen werden. Dort kann man sich also auch heute anmelden, die sind uns also meilenweit voraus. Die haben irgendwas bei 200 oder 300 Kursen online, also da geht es schon richtig ab. Aber da geht es auch um andere Finanzierungsgrößenordnungen, um es so zu sagen. Das, also das sind ganz andere Dimensionen. Auch die TU München hat jetzt begonnen, wird 5 Kurse produzieren, die gerade mit einem Budget von 250.000 Euro. Also das ist ungefähr die Größenordnung der TU München. Und ich habe schon einen Blick gewinnen können und das wären tolle Filme. Also die machen wirklich super Sachen damit. Also vielleicht nur zur Relation, damit wir das dann sehen. Also 250.000 Euro für 5 Kurse. Nur für die Kurse, also da ist nichts anderes. Ohne Plattformentwicklung. Ja. Wir haben ein Budget, also wir haben die Plattform entwickelt, weiterentwickelt, muss man sagen. Ja, also es ist keine vollkommene Neuentwicklung. Weiterentwicklung eines bestehenden Produktes, inklusive 6 oder 7 Kursen, inklusive einer Entwicklung eines Geschäftsmodells und oder von Geschäftsmodellen und inklusive einer begleiteten Analyse im soziologischen Bereich. Mit einem Gesamtbudget von 60.000 Euro. Also das ist so ungefähr die Relation. Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, dass wir sehr, sehr viel Eigenmittel in Form von Personalressourcen einfach in die Hand genommen haben und das auf Dauer aber auch so nicht leisten werden können. Ja. Das heißt also, da muss es einfach auch entsprechende Commitments seitens der Universitäten geben in Zukunft. Und da sind wir wieder bei dem Thema, geht es weiter oder nicht? Und nicht umsonst haben wir eben in den Bereich Geschäftsmodelle auch eine Diplomarbeit in Anführungszeichen investiert, um diese Abhängigkeit ein bisschen aufzuweichen. Und wir sind derzeit einfach auf der Suche nach Sponsoren, die uns nach Ende des Projektzeitraums mit Jänner 2015 entsprechend unterstützen. Ja, das ist auch immer ein Thema bei uns. Wobei ich eins noch dazu sagen muss, was du gesagt hast, dass Coursera und Diversity und so weit voraus sind. Ja, das sind sie, bis auf einen Punkt. Und der Punkt lautet Refinanzierung und Geschäftsmodell. Ja, weil die haben zwar durch Sponsoring entsprechende Geldmittel zur Verfügung, aber sie haben genauso wenig wie wir Geschäftsmodelle hinterlegt, weil es offensichtlich sehr wenige funktionierende Geschäftsmodelle gibt, um die Kosten, die ja teilweise je nach Qualität oder je nach Form der Kursaufbereitung ja doch relativ hoch sind, also wenn man für einen Kurs zwischen 25.000 und 50.000 Euro rechnet, ne, das wieder hereinzuspielen, das gelingt auch diesen großen Plattformen im Moment einfach nicht mit Hilfe von Geschäftsmodellen. Die Frage ist dann, wie Sie vorher gemeint haben,
Wie haben Sie das dann probiert, zum Beispiel in Lektakon schmackhaft zu machen? Dass zum Beispiel, also für mich als Studierender ist die simpelste Form, einfach noch einmal eine Vorlesung anzuhören, wenn ich zu Hause bin, weil ich leider nicht zur Vorlesung in den Hörsaal gehen habe können, weil ich arbeite oder weil ich gelernt habe für eine Prüfung, wäre an und für sich schon einmal ein richtig großer Vorteil für mich aktuell im Studium. Dass die Professoren, wie wir vorher gemeint haben, überhaupt nicht begeistert sind, dass sie aufgenommen werden, das ist ein anderes Kapitel. Aber wie könnte man das denn den Unis schmackhaft machen, dass das doch mehr Vorteile bringt, als nur die leeren Hörsäle, von denen die Professoren eigentlich Angst haben? Ja, es ist ein ganz schwieriger Prozess. Also wirklich schmackhaft, muss ich sagen, habe ich es dem Rektorat nicht gemacht, sondern wir haben ein Forschungsprojekt beantragt und haben das Geld bekommen. Und nachdem Geld regiert die Welt ist, dürfen wir machen. Und danach muss man sich erst wieder zusammensetzen, das ist also der Standpunkt. Und was ganz schwierig ist, ist natürlich auch Leute dafür zu begeistern, die dann auch mitmachen, weil das passiert ja momentan eigentlich noch also auf sehr freiwilliger Basis und eigentlich haben wir noch keinen realen Lehrenden der TU Graz, der das jetzt macht. Ja. Wie ist das nicht so schnell absehbar, weil es einfach mit mehr Aufwand verbunden ist. Es gibt nur den Professor Lepesitz, der Neue, also jedenfalls, der von Lausanne kommt, der hat in Lausanne einen MOOC gemacht und auch der hat mir also bestätigt, dass der Aufwand enorm hoch ist, um das zu erstellen. Und es gibt also einen Professor, der momentan gerade Videoaufzeichnungen macht, der macht es, glaube ich, sogar zweisprachig, einmal Englisch, einmal Deutsch. Und auch der sagt, man hat es einfach unterschätzt, was er für einen Aufwand da hineinsteckt. Aber er sieht auch den Vorteil, wenn er es einmal hineingesteckt hat, dann hat er etwas, das ist eine relativ große Konstante und er kann dann mit diesen Dingen arbeiten. Und das ist halt der schwierige Prozess, einerseits die Scheu zu nehmen, wir sind also alles keine Schauspieler und auch also jetzt also sprachlich nicht perfekt und so weiter und man findet sich ja selbst nie gut und geschweige dann schon bei Selbstaufnahmen. Aber es gibt halt dann immer wieder doch Leute, die Vorteile sehen und ich merke einfach, die Richtung geht dorthin und die Forderung wird größer und es ist eh nicht so zu erwarten, dass man morgen die ganze TU Graz aufzeichnet, sondern dass es ein langer Prozess ist und ich merke einfach bei den jüngeren Professoren, dass die Nachfrage dramatisch steigt. Also dass die sehr wohl erstmalig diese Formate auch ins Auge fassen, während also, sage jetzt einmal, alte Professoren, die ja noch an der Tafel gelehrt haben, das für gar nicht in Erwägung ziehen. Also für die ist das auch kein Thema. Weil die auch Künstler auf der Tafel sind. Ja, das ist ja etwas anderes. Und erst wenn man mit dem Medium aufgewachsen wird, dann ist es einfach die Barriere geringer. Nein, ich denke dazu, auch die Rahmenbedingungen sind nicht geschaffen. Ja. Also ich gebe immer das Beispiel mit der Lehrveranstaltungsaufzeichnung. Ja. Also man darf ja nicht vergessen, dass ja nicht jeder eine volle Lehrverpflichtung hat und eine volle Anstellung an der Uni. Ja. Also gerade an der KFU ist es halt so, dass sehr viele Lektorate haben, das heißt, sie bekommen für diese Lehrveranstaltung Geld. Ja. Und wenn sie jetzt diese Lehrveranstaltung aufzeichnen lassen, und im nächsten Semester gibt es die Lehrveranstaltung wieder und wird das Video angeboten. Was bedeutet das dann für die Person, die gehalten hat? Bekommt die wieder Geld? Muss die was anderes machen? Wie schaut das aus? Ja? Also das ist absolut ungeklärt. Ja? Genauso ist ungeklärt, darf ich das überhaupt? Also wir haben zumindest eine gewisse Anwesenheitspflicht im Hörsaal nach wie vor festgeschrieben, dienstrechtlich. Ja? Das heißt also, ich brauche Sonderausnahmegenehmigung, wenn ich eine Online-Lehrveranstaltung machen will, darf. Ja? Wobei wir wieder das Glück haben, oder ich zumindest, dass ich mit meinem Vizerektor sozusagen das Einverständnis habe, dass er mich das machen lässt. Ja? Aber da brauche ich wirklich die Genehmigung. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte wäre auch wieder ein Appell. Ja? Also wir haben vor Jahren die ersten Lehrveranstaltungsaufzeichnungen gemacht und haben eine Umfrage gemacht bei den Studierenden, die uns gesagt haben, also das war im Bereich Sozialwissenschaften, so die 60% oder 70% der Basislehrveranstaltungen der Sozialwissenschaften wurden aufgezeichnet. Und wir haben dann eine Umfrage gemacht und die Studierenden haben uns unisono geantwortet, sie hätten gern mehr, ja, sie hätten gern am liebsten alles. Ja. Natürlich tragen wir das auch weiter. Aber Appell an die Studierenden, wenn sie das haben wollen, ja, dann bitte das auch artikulieren entsprechend. Ja. Das hilft uns auch wieder in unserem Bestreben, mehr von diesen Dingen anbieten zu können. Ja. Also da müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, das hilft, glaube ich, beiden Seiten ganz gut. Dazu möchte ich noch sagen, klar, das ist jetzt eine große Geschichte im Prinzip, das ist wie ein gesellschaftlicher Wandel, das hängt alles miteinander zusammen. Die Frage ist auch jetzt mit dem Fordern, wie
wie kann man da Druck machen? Also das ist, von wem geht das aus? Ich meine, es ist so ein komplexes Thema, wo man dann, wo kann man da ansetzen? Ich meine, im Grunde müsste es eigentlich eine breite gesellschaftliche Öffentlichkeit auch fordern. Ja, das Fordern ist also ganz schwierig, weil natürlich also zu Recht die Studierenden auch sagen, um Gottes Willen, wenn wir das einfordern, weil ich sage auch umgekehrt, wir denken auch wirtschaftlich und in Geld. Ja, dann irgendwann denkt man sich, ja, wieso braucht man den Hörsaal? Oder könnte man eigentlich nur mal das online vorsetzen und das Grab habt ihr euch dann selber geschaufelt, natürlich. Ja. Und das ist so dieser heikle Prozess. Also, wir verstehen immer dahinter, dass die didaktische eine Mehrleistung ist, dass es eine höhere Qualität hat. Und ich behaupte mal, die meisten da draußen sehen das nicht in Richtung Qualität, sondern in Richtung Einsparung. Und das ist dieser heikle Weg. Ja. Also wenn man jetzt hergehen würde und die ÖH fordert das ausschließlich, also ich garantiere euch wahrscheinlich, werden wir dann irgendwann einsparen anfangen. Ne? Weil dann sehen wir, ja, eigentlich kommt es ja zu den Übungen auch nicht mehr hin, ja, dann bleiben wir gleich bei den Videos picken. Und dann haben wir das geschafft, was wir nicht wollten. Ne? Und also da jetzt, dass er das Bewusstsein und die Schulung haben und bei den Leuten auch in die Köpfe reinzubringen, ihr müsst das Video als Qualität sehen und als Mehrleistung und als Hilfe in der Lehrqualität, ist also etwas, wo ich auch ein mulmiges Bauchgefühl habe. Aber trotzdem, wenn natürlich jetzt zum Beispiel die Studentenschaft wenig dazu beiträgt und sagt, eigentlich ist es eh gut, wie es ist, ja, und dass er auch gar nicht auf die Möglichkeiten eingeht, dann sind wir in der Argumentationsschiene auch verloren, weil die sagen ja, die Studenten brauchen das ja gar nicht. Ne? Also das ist natürlich auch immer Wechselwirkung. Also es ist schon wichtig, dass eigentlich eine breite gesellschaftliche Forderung da ist im Prinzip. Ja. Weil dann kann man nicht sagen, dass man da jetzt einspart, wenn das eigentlich von der breiten Öffentlichkeit kommt. Nein, also wir sehen keine Einsparung. Ja. Also ich sehe Erhebung der Lehrqualität, aber das kostet immer. Also. Ja, klar. Ja, aber das ist ja jetzt ziemlich gefahr, weil man jetzt so die akademische Welt hat und dann wieder die andere Welt. Und die bricht eigentlich auf, dann sind die dafür, dass man die nimmt. Also die Idee war sofort am Tisch, super, du filmst alles und dann braucht man, das können wir verkaufen sogar. Ja, also die Ideen kommen sofort auf, aber wer eine gute Lehre macht, weiß, das funktioniert alles so nicht. Ne? Weil die andere Geschichte ist jetzt mit Google Education, Microsoft Education, Apple Education, die fahren ja voll in die Schiene rein. Genau, die sehen dort Potenzial. Ganz einfach. Ne? Also das was heißt das? Also wie entsteht dann so ein eigenes Monopol dafür? Naja, das ist das Gleiche, was Stanford macht. Die sagen halt einfach, wenn wir das schaffen, dass dann alle bei Google das machen, dann kratzen die an uns die Universitäten. Ne? Jetzt können wir sagen, wir werden zum Elfenbeinturm und machen überhaupt nichts mehr online, nämlich nur bei uns erfasst, wie es wirklich ist, so nach dem Motto. Oder wir fangen halt euch an, nochmal drüber nachzudenken, ob Lehre heute wirklich nur mal noch Hörsaal und Tafel ist oder ob man jetzt wirklich andere Dinge auch machen sollte. Und wie man die Qualität dort bringt und Qualitätssiegel hinbringt und so weiter. Also es ist ja auch als große Reputationsschiene für die TU Graz zu sagen, schaut her, das ist Lehre, die wir leisten und das kann sich jeder anschauen. Das ist Transparenz in der Lehre, ist also für mich nichts Schlechtes. Das kann sich jeder anschauen. Also du hast vorher schon den Professor Levitt erwähnt. Er hat das gemacht, hat dafür reingesteckt. Im Idealfall würde man sagen, der bringt das jetzt mit. Jetzt hat er das aber auf Französisch gemacht. Genau. Da verstehe ich nichts. Das kann ich mir jetzt anschauen, aber ich habe nichts davon. Genau, Müssen wir also im Rahmen von wir präsentieren uns und Internet und Welt und so weiter, nicht auch und großes Thema Internationalisierung in der DMAZ, da müssen wir doch eigentlich auch ganz stark versuchen, dass die Leute das bitte, weil es auf Englisch machen. Naja, ich habe jetzt anders formuliert, dass ich damals, glaube ich, ganz am Anfang gleich mal den Vorschlag gebracht, ja, wir machen die Videos alle auf Deutsch, machen Untertitel in Englisch. Warum haben, also das hätte wahrscheinlich, ich habe jetzt plötzlich, also ich war ganz naiv und habe gesagt, das ist eine super Chance, wir filmen die Leute, machen Untertitel auf Englisch, wir haben das Problem erledigt. Und anders das war ja, anders ja, wir können es anders machen. Ja. Also das Problem ist, solange Leute habt, die ohnehin schwer dazu kriegt, dass sie überhaupt Videos machen, die dann noch in einer Fremdsprache von denen abzuverlangen, ist sehr schwierig. Ja, also wenn ihr Video jetzt auf Englisch machen müsst, hätte ich auch sehr, sehr hohe Hemmschwelle, weil mein Englisch halt einfach nicht so gut ist, dass ich das so rüberbringe. Also ich habe ja schon keine Sprachausbildung im Deutsch, also eine Sprechausbildung. Ja. Und das dann auf Englisch zu halten, das mache ich wirklich nur dann auf Befehl. Ja, sonst würde ich das nicht tun. Und man kann ja damit rechnen, dass die technischen Hilfsmittel auch besser werden zur sprachlichen Barriere überwinden. Ja, man kann rechnen, würde ich sagen. Also, warten wir mal. Sollten da überhaupt die Lehrenden vorne stehen? Weil wir gerade gesagt haben, Sprechausbildung wäre super. Also, wenn jetzt Geld kein Problem ist, und das ist mir schon klar, in der Realität leben wir nicht. Aber sollte man dann nicht der Schauspieler einen Schauspieler hinstellen? Es hat diese Gedanken auch schon gegeben, die also Schauspieler im Sinne eines super ausgebildeten didaktischen Lehrers, der quasi die Inhalte abliest. Jetzt nicht bei uns, aber ich kenne solche Gedanken. Das ist nicht so abwegig. Also,
Weil wenn es wirklich nur darum geht, er muss eine Sequenz vorher machen und es ist eigentlich, also jetzt, wenn wir jetzt teilweise Videos produzieren, arbeiten wir quasi mit Schauspielern. Ja, und also machen eine Sequenz. Aber der Professor ist ja der, der vor Ort dir das dann erklärt und wieder was anderes macht. Ja, also der würde ich jetzt nicht als abwegig sehen, aber es kostet halt noch mehr. Ne? Das ist, weil dann nicht jedes Studenten machen. Ja, nur der Student ist in der Regel auch keine Sprechausbildung. Und also, wenn er es hat, ja, bitte gerne. Also ich würde es nach solchen Leuten suchen, weil das ein eher rar gesehen. Da würde ich fragen, wie sind Ihrer Meinung nach die Idealvorstellung, wo ein IMAX hingeht. Was wäre die Idealvorstellung? Wenn alles noch fahren läuft, würde es jetzt sein, dass gewisse Kurse kommen online abschließen mit einem Master-Titel oder so. Die Idealvorstellung. Also meine Idealvorstellung ist, glaube ich, wir müssen irgendwann mal verlassen, dass wir in Lehrveranstaltungen ein Zeugnis denken. Mhm. Ja, sondern also wir denken in Bildung. Und die Bildung holt sich der, der sie braucht und in dem eigentlich da. Und wie er dann zu seiner Note und seiner Prüfung kommt, ist uns eigentlich egal. Also meine Erfahrung ist, dass viele, viele Studierende jetzt schon anfangen, wenn der Professor X an der Universität Y das nicht erklären kann, dann schaue ich mir das im Netz bei einem anderen an. Ja, und ich glaube, das ist die Zukunft. Ja, also zu sagen, ich suche genau das, was ich brauche für mich, mache das durch und habe nachher eine Kompetenz, wie das immer so toll heißt. Und dazu stelle ich mir vor, dass iMOOCs zugänglich ist und ich auch Lehrmaterialien produziere, die von jedem verwendet werden können. Dass also Professor Y von der TU Wien hergehen kann und sagen, super, an der TU Graz haben Sie das gut erklärt, das erspare ich mir. Das zeige ich euch da und ich erkläre euch vielleicht das noch ein bisschen anders oder mache noch was anderes dazu. Und dass also das eigentlich gearbeitet wird mit Bildungsmaterialien. Und also nicht so sehr in Master, Lehrgang, Lehrveranstaltung, das, also, es ist eigentlich Ergänzung zum Präsenzunterricht und zwar in hochgradigem Maße. Also so wird es ich sehen und da möchte ich eigentlich auch hin. Sind Sie das Fehler jetzt im Schritt, was jetzt im USA gemacht worden ist, quasi, dass man das für Noten dann explizit dann ausschaltet? Das heißt, ich mache jetzt den Kurs, schaue mir das an, das Lehrmaterial, nach 3 Wochen mache ich den Test. Weil das ist ja total gefloppt anscheinend, das 50% Abbruchquote. Aber das ist viel mehr, diese Abbruchquote. Also wie gesagt, 6% machen die Teilnahmebestätigung. Aber das wissen wir eigentlich, weil es eben auch so ist, wie ich sage. Sehen Sie das als Fehler? Nein, das ist, also das sehen wollen immer nur die, die uns mit traditionellen Dingen vergleichen, als Fehler anführen. Aber wenn ich ehrlich bin, also was macht der Student vor Ort? Ihr geht es auch hin, sagt der Teil der Lehrveranstaltung interessiert mich, das mache ich, da bin ich jetzt dabei und die Prüfung mache ich in 3 Jahren. Bist du deswegen schlechter Abbruchquote oder was messe ich da eigentlich? Und für mich geht es ja darum, dass der einer hingeht und sagt, jetzt will ich das gerade, und zwar vielleicht gar kein Studierender, sondern jemand, der draußen ist, der braucht nur diesen einen Teil, weil er sich gerade diesen Java-Code erklären muss und danach kann er wieder sagen, der Rest, den kann ich eigentlich, das brauche ich nicht. Und für sich quasi, es geht um das, dass Bildung erreichbar wird und in anderen Formen eigentlich ist. Also, glaube ich, die das wohl ja sehr gut haben nachher. Konkreter für mich ist es, wenn man in die Zukunft von der Plattform schaut, ich würde gerne diese Plattform etablieren als die Plattform für multimediale freie Bildungsressourcen in Österreich, sagen wir mal im Hinblick auf den derzeitigen Bildungssektor. Ja. Also man braucht, glaube ich, jeder weiß das, wenn man was sucht, ist schön, wenn man einen Platz hat, wo man suchen kann und nicht, sage ich jetzt einmal, 23, wenn wir 23 Hochschulen oder 23 Universitäten haben, dann kommen noch die Fachhochschulen dazu und dann kommen noch andere Bildungseinrichtungen dazu. Das heißt, ich würde gerne einen zentralen Platz schaffen. Ja, das ist, wenn uns das gelingt, haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Und das andere, was ich sagen wollte, noch einmal zu den freien Bildungsressourcen ganz generell. Wenn man die in die Hand nimmt, und das ist auch für viele immer so ein Ausschlusskriterium, ja? Also da nimmt man dann was man frei haben kann und sagt, ja, das ist jetzt aber nicht hundertprozentig genau das, was ich in der Situation brauche. Ja? Aber vielleicht trifft es zu 90%. Ja? Und dann kann ich die 10% doch bitte selbst noch dazu machen. Und im besten Fall gebe ich die 10% nicht mehr dazu und verwende sie in meiner eigenen Lehre, sondern stelle es dann wieder dorthin, wo es der Nächste oder die Nächste weiterverwenden oder weiter modifizieren kann. Ja? Und das ist für viele, glaube ich, auch noch ein Schritt, wo man umdenken muss. Ja? Wo man sagen kann, nicht sagen muss, okay, das ist jetzt ein Ding, das kann ich nicht genau 1:1 verwenden, deswegen interessiert es mich gar nicht. Ja? Deswegen mache ich es lieber selber beispielsweise. Ja? Ich glaube, diesen Anspruch, von dem muss man sich ein bisschen entfernen. Ja? Und gleichzeitig hat man natürlich die Möglichkeit, als Lernender oder als Lernende auf einen unglaublichen Ressourcenpool zuzugreifen. Ja? Und
auch wirklich ortsunabhängig die Sachen zu machen. Also wenn ich in Wien was erklärt werde und nicht verstehe, und in Graz gibt es irgendjemanden, der das auf Video gebannt hat, in einer Art und Weise, die mir besser liegt in der Erklärung, warum soll ich es nicht dort herholen? Ja. Darf ich noch was fragen in dem Zusammenhang? An sich, für mich war es interessant für die Zukunft. Wie sehen Sie das? Weil Mox an sich funktioniert ja auch mit Social Media im Zusammenhang. Das heißt, irgendeine Nachrichtenagentur postet etwas auf Twitter, das wird ergänzt und im Lehrveranstaltungsvortrag quasi als aktuelle Information. Ist das ein relevantes Thema für IMOX? Noch nicht ganz verstanden. Also das wie Connex, Social Media, quasi. Ja, momentan sind es Lehrveranstaltungen, die Sie sammeln bzw. Grafiken, wie Sie schon gesagt haben. Besteht ja die Möglichkeit, dass zum Beispiel Nachrichtenagenturen sind ziemlich flott mit der Informationsverarbeitung an sich und die nutzen ja Social Media, also Twitter, Facebook und so weiter. Gut, also da spricht aus meiner Sicht ja nichts dagegen, dass das soziale Netzwerk verwendet wird. Es besteht eigentlich die Möglichkeit, den Kurs ständig quasi die Inhalte rauszugeben. Wir sind auf YouTube, das heißt, man kann es auch twittern und facebooken. Also jede Verbreitung hilft uns natürlich, weil da geht es um Bekanntheit im Prinzip. Was ich nicht so dramatisch sehe, ist, dass wir quasi die ganze Betreuung des Kurses auf die sozialen Medien verlegen würden. Also das sehe ich noch nicht so, weil das ist einfach schwierig zu monitoren. Also das tue ich mir. Aber das, also was ein schöner Effekt ist, bei dem Lernen im Netzkurs hat sie eine eigene Facebook-Gruppe gegründet. Und die haben, also wir waren dort dabei, wir haben da mitgelesen, wir haben also eigentlich nicht eingegriffen, aber wir haben denen zugeschaut, wie die dann zu, wie viel waren die da, 60 Leute, die weiter diskutiert haben. Also die haben nicht das Forum genutzt, das ist MOOCs quasi, sondern die sind hergegangen und haben auf Facebook eine Gruppe gemacht und weil sie das für besser empfunden haben. Und das ist also so eine Effekte, die wir, auf die wir wollen. Also das ist nicht so, dass ich hergehe und sage, man Mist, wieso diskutieren die nicht bei mir, sondern eigentlich war das super für uns. Also wenn dann, also wir haben auch bei dem QR 13 haben wir sogar eine Google Plus Gruppe gehabt, eine Facebook Gruppe, Twitter haben sie unter einem Stream verfolgt und das sind immer andere Leute. Das sind wieder Präferenzen. Und das ist also nur gut, also diese Vernetzung eigentlich. Ne? Also momentan ist es nur, wenn das von selbst entsteht. Genau, also wir blockieren es nicht, sondern also genau. Ja. Und da steht auch drinnen, sie nutzen quasi durch die, also sie nutzen Beiträge von Nachrichtenagenturen an bei Twitter. Und durch die Reputation dieser Nachrichtenagenturen ist das die Relevanz quasi für diesen Vortrag. Und das wird da wird der Connex. Ja, also man könnte natürlich weitergehen auch noch, das haben wir derzeit. Das wäre natürlich interessant, genau. Genau. Das liegt natürlich ein bisschen an der Lehr-, an der Betreuungsaufwand, den man machen will und das ist auch schon wieder kritische Zeit und finanzielle Komponente natürlich. Also wieder dagegen schreiben tut da gar nichts. Ne? Jetzt ist ja alles sehr neu, also das Luxusproblem, dass man ganz viel alte Inhalte haben, gibt es nicht, aber wenn man mal weiterdenkt, also ich würde jetzt, weiß ich nicht, mich nicht sehr wohlfühlen mit dem Gedanken, dass ich in einen Hörsaal gehe und da kriege ich denselben Vortrag, den der WR 1930 gehalten hat. Jetzt denkt man natürlich heutzutage nicht mehr in denselben Zeiteinheiten, aber vielleicht passiert ja sowas. Also besteht da nicht irgendwo die Gefahr, dass ich mir dann ausruhe und sage, das habe ich auf Video von vor 20 Jahren und dass irgendwie so der Fortschritt in der Lehre verloren wird? Eine spannende Frage. Also ich vermute, oder muss ich dann anfangen, dass ich das historisch irgendwie ja, und dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Vortrag, wie man das 19, okay, 20, denkt man zurück. Ja. Damals gezeigt hat, das ist ja wieder von Interesse, aber das ist ja dann ganz was anderes. So Dinge. Also ich kann vielleicht jetzt zu dem Kurs was sagen, den wir angeboten haben und den wir jetzt noch weiter anbieten werden. Also der heißt Lernen im Netz, da geht es um wirklich aktuelle Themen, ja, also Open Educational Resources, MOOCs und so weiter und so fort, was sich kurzfristig sehr viel tut. Ja. Es war, auch wenn es nicht so ausschaut, weil die Videos sind grundsätzlich Parezi-Präsentationen, also kein massiv großer Aufwand nach außen hin, ja. Trotzdem für die 10 Minuten mit der gesamten Erstellung kann man rechnen 4 bis 5 Stunden, die man einfach sitzt, um so ein Ding zu gestalten, ohne dann auch noch den Schnitt zu haben, also mit 8-9 Stunden in Summe kann man rechnen, um so eine Einheit zu haben. Und wir haben uns gedacht, was machen wir mit dem Ding? Weil das ja veraltet, ja, und zwar sehr schnell. Und der Recycling-Prozess, den wir sehen, ist irgendwie, dass wir, und das ist so ein kleines darüber hinwegschwingen auch, dass wir, wenn die Materialien nicht mehr ganz aktuell sind, die Materialien in einem Seminar verwenden, so mit dem Stichwort Flipped Classroom, um mit den Studierenden gemeinsam zu erarbeiten, was denn jetzt neu ist. Ja, und irgendwann ist das Material aber dann so alt, dass ich das Video neu produzieren muss. Das ist einfach so. Ich glaube aber, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die über, und ich glaube nicht, dass es viele sind, aber es gibt welche, ja,
die über Jahrzehnte den gleichen Vortrag halten, ja, im Hörsaal. Das fällt Ihnen nur nicht auf, weil Sie die Vorlesungen nur einmal besuchen. Ja. Und so wird es auch Videos geben, ob die Konserve dazu verleitet, kann ich mir insofern nicht vorstellen, weil ich immer daran glaube, dass je mehr Leute Zugang zu Materialien haben, desto intensiver wird auch die Kritik ausfallen, wenn es nicht passt. Deswegen Öffentlichkeit für mich immer, wie vorher schon gesagt, ein Qualitätskriterium. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine wesentliche Rolle spielt. Ja, ich würde es auch so sehen. Also ich glaube, die Transparenz der Lehre schlägt da durch. Mhm. Ne? Das ist also ich habe mich auch überlegt, wie ist das eigentlich in der klassischen Lehre? Und ich muss schon sagen, ich kenne Skripten, die kenne ich schon als Student, die gibt es aber immer noch. Ja? Und dann muss ich mich fragen, also da passiert das ja überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich mit einem Film durchkomme, wo jeder lesen kann, der wurde 2000 oder 1980 veröffentlicht. Also den muss ich mir argumentieren bei meinen Studis, ja? Warum ich den noch immer zeige. Ja? Da kann ich sagen, es hat sich inzwischen überhaupt nichts getan, seht ihr, was für tolles Wissen wir haben, damals schon alles gewusst. Ja? Oder ich weiß es nicht, also das ist also, glaube ich, viel schwieriger argumentieren, aber problematisch sehe ich es eher, gibt es YouTube in 20 Jahren und gibt es das Format dann noch? Na, das ist vielleicht also eine Frage, die schwierig ist, aber wir sind einfach in dem Zeitalter angekommen und wenn nur mal die Hälfte gedruckt wird, dann haben wir eigentlich eh keine Chance mehr aus diesen Dingen. Man muss vielleicht noch ganz kurz zur Ökonomie was sagen. Ne? Also, ich meine, dass man gerade Lernen im Netz als Thema, als MOOC macht, ist ökonomisch nicht wirklich sehr gescheit. Ja? Wenn man klassische Physikexperimente als MOOC macht, ist das viel gescheiter, weil die haben eine viel längere Halbwertszeit. Ja? Also Schwerkraft wird es vermutlich in 10 Jahren auch noch geben. Aber vielleicht hat man was Neues. Ja, na schon. Aber es gibt jetzt auch einen Planeten weniger, wie zu meiner Schulzeit. Das ist alles so relativ. aber grundsätzlich gibt es gewisse Dinge, die bleiben, haben einen relativ längeren Bestand, sage ich jetzt einmal, als andere. Ja? Wenn man Wissenschaftsgeschichte macht oder alte Geschichte macht, gibt es viele Fakten, die wahrscheinlich nicht so schnell, ich meine, gut, jetzt haben sie angeblich das Schiff von Christoph Kolumbus gefunden oder auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, ja, und da glaube ich, wenn man ein bisschen an die Ökonomie denkt, ist fraglich, ob sich jedes Thema für einen MOOC oder für Online-Lehre eignet, ja, wenn man es ökonomisch betrachtet. Ja. Wir reden immer davon, dass man Einführungsvorlesungen beispielsweise eher aufzeichnen wollen. Ja, es gibt schon klare Prioritäten, also was man macht natürlich. Ja, klar. Mich hätte noch interessiert, Sie haben am Anfang erwähnt, Sie setzen sich für rechtliche Änderungen ein, gerade in Richtung Open Education. Kann man das kurz beschreiben? Ja, rechtliche Bestimmungen für Open Education Resources wäre schön, also so weit geht es nicht. Also die rechtliche Änderung, die wir anstreben, ist also folgende, dass wir momentan zwar zum Zwecke der Lehre im Hörsaal, also wirklich vor Ort was austeilen dürfen, ja, zum Zwecke der Lehre. Das nennt sich also Vervielfältigung. Ne? Das gleiche Problem, also jetzt könnte man meinen, naja, das muss ja wohl wurscht sein, ob ich das dem Studenten im Hörsaal gebe oder ob ich es ihm auf der Lernplattform zur Verfügung stelle. Das stimmt aber nicht, weil jede Veröffentlichung, also das ist dann keine, ist eine Veröffentlichung im Internet. Und das ist eine Veröffentlichung. Das andere war eine Vervielfältigung, das ist eine Veröffentlichung. Und eine Veröffentlichung ist anders zu behandeln und da ist es egal, ob das in einem geschlossenen Raum oder in einem offenen Raum ist, das ist plötzlich nicht mehr erlaubt. Und wir wollen eigentlich dem Gesetzgeber oder sagen, bitte erlaubt uns, das auch digital zur Verfügung zu stellen. Das ist ja wohl das Gleiche im Prinzip. Aber dann kommt natürlich unsere tollen Verwertungsgesellschaften, die da überhaupt kein Interesse daran haben, weil da geht es ja auch um nacktes Geld. Und jetzt ist also so die große Debatte, ob man halt quasi Teile, die man zuerst für diese Vervielfältigung gezahlt hat, weil die passiert ja nicht mehr, also ich teile heute nichts mehr aus im Hörsaal, jetzt verwendet für diese Veröffentlichung. Und da es wird groß gestritten seit vielen Jahren und es geht wirklich nur um diesen Passus. Also wir sind quasi mit jedem Lernmanagementsystem und jetzt müsste man die Kamera abdrehen, haben wir ein Problem. Also rechtlich. Ne? Zum Verständnis vielleicht. Also eines der größten Probleme, mit denen wir kämpfen, abgesehen von diesem. Ja, also da geht es darum, dass wir Lernmanagementsysteme verwenden und dort digitale Kopien zur Verfügung stellen wollen. Ja, und das ist ein Problem, ja, weil eine digitale Kopie eben einen anderen Verbreitungsgrad hat, so der Gedanke, also Papierkopie. Ja. Und das ist rechtlich momentan sehr einschränkend geregelt. Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, eine wesentliche, dass der Gesetzgeber einen Unterschied macht zwischen Forschung und Lehre. Ja? Also Sie dürfen Bilder
auch Textpassagen im Rahmen eines Forschungsprojektes zitieren. Ja, also Sie haben ein Zitatsrecht. Das dürfen Sie in der Lehre nicht. Und jetzt haben Sie das Problem. Ja, also wenn Sie in der Lehre ein Bild verwenden aus einem Buch, ja, dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt, das Bild ist urheberrechtlich geschützt, dann dürfen Sie das im Rahmen einer Hörsaalpräsentation. Sie dürfen es aber nicht veröffentlichen. Und das bedeutet, in dem Moment, wo Sie eine Hörsaalvorlesung mitfilmen und die PowerPoint-Präsentation dazu auch mitfilmen, veröffentlichen Sie ein Bild, das der Vortragende im Hörsaal zeigt. Und damit bekommen Sie ein Urheberrechtsproblem. Gefühlt, sage ich mal, dass mindestens 95% aller Präsentationen, ja, die momentan in Hörsälen passieren, einfach so gestaltet sind, dass sie einer Veröffentlichung nicht rechtlich standhalten würden. Das ist auch mit dem Grund, warum so wenig veröffentlicht und mitgefilmt wird, ja, weil es einfach nicht geht. Ja. Und was wir anstreben, ganz grundsätzlich, ist, dass eine nicht kommerzielle Nutzung, ja, nicht mehr eine private, sondern eine nicht kommerzielle Nutzung von Unterrichtsmaterialien, von Materialien im Allgemeinen im Rahmen der Hochschullehre in einem breiteren Umfeld möglich wird. Ja? Nur im Rahmen der Hochschullehre, ja, oder auch nur im Rahmen der Hochschule? Nein, also nein, Berufsbildung im Rahmen der nicht kommerziellen Bildungseinrichtungen. Ja, aber es ist Schulen, Hochschule. Die Schule ist sowieso anders. Genau, ich wollte gerade sagen, Schulen haben ja grundsätzlich schon ein bisschen besser gestellt, aber unser Bestreben, also wenn du jetzt vom Verein Forum Neue Medien der Lehre Austria sprichst, wir vertreten Hochschulen und als solche sind wir grundsätzlich für die Hochschulen zuständig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch dafür sind, dass berufsbildende Schulen das auch dürfen. Also das, natürlich sollen sie das auch dürfen. Und das ist der Schluss quasi zu diesen Open Education Resources ist, nachdem wir jetzt miterleben, dass wir 7 Jahre für diesen Passus brauchen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, da weiterzumachen, ist eigentlich, machen wir doch bitte freie Bildungsressourcen, dann haben wir das Problem nicht. Dann ist es generell freigegeben und wir haben das Problem damit erledigt. Wie ist da derzeit die rechtliche Situation mit unseren Lernmanagementsystemen, also an der TU Graz, ja, zum Beispiel das TU Graz Deep Center, wo genau Lehrenden eben Materialien an uns Studierende zur Verfügung stellen können, das ist dann auch de facto Veröffentlichung, wenn Sie vorher... Ja, genau, es ist eine Veröffentlichung. Also es ist so, als wäre... Nein, das nützt nichts, weil das per se ist Internet eine Veröffentlichung. Das ist egal, ob das nur 2 Leute Zugriff haben oder 2 Millionen. Das Problem ist, also wir haben natürlich dann Benutzerrichtlinien, wo drinnen steht, dass natürlich der Lehrende verantwortlich ist, dass also das alles sauber ist. Aber so einfach sitzt der Gesetzgeber nicht, weil also ich als Betreiber der Plattform, das heißt wirklich meine Person plus dann in weiterer Folge der Rektor, weil der natürlich mich beauftragt damit, sind auch dran. Also wir werden genauso mit reingezogen, wenn wir wirklich großflächig verklagt werden würden. Ja. Sollte die ÖH mal klagen, um Rechtssicherheit zu kriegen. Ja, genau, um Rechtssicherheit zu kriegen. Aber dann komme ich mit den anderen Plattformen, die ÖH die so betreibt, dann haben wir dort das Problem in Grün. Ja, also das wird man halt... Was man fragen muss, also jetzt... Aber das heißt, wenn ich dir was per E-Mail schicke, dann ist das genauso Veröffentlichung im Internet oder das nicht? Weil sie auch naja, das, da kann dann, das geht dann, also technisch geht das in Details, ist dann ein YouTube-Video, wenn ich es ja, das habe ich ja im Cache meines Browsers, ist das dann schon eine Veröffentlichung oder ist das eher Stream oder so? Der Jurist kennt sich da ja gar nicht aus und so weit denken die gar nicht. Die sind nur mal bei dem Passus, dass wir mal nichts online stellen dürfen. Ja? Erst dann, wenn man so weit was denken, die gar nicht. Das, ja, das wissen die auch nicht. Verstehen, ja. Nein, also ich sehe es auch so. Also ich habe so viele Fragen an die Juristen dauernd also, und sie lösen nicht einmal den einfachen Passus. Ja. Und ich habe, wenn wir vorher bei dem Thema, also dass hier an kleinen Papier aus prinzipiell anders bedacht ja, wird genau. Als digital. Mhm. Also ich habe mal eine sehr, sehr spannende Antwort bekommen, weil nämlich die Interpretation eine ganz gegenteilige war. Da ging es ums Amtssignaturengesetz und hier argumentiert das Gesetz, weil es wäre sonst nicht möglich, das so zu machen, dass ein Stück Papier auch nur ein anderer digitaler Datenträger ist. Halt keine elektronische. Ja, ist schön, ja. Das ist ja auch digital, es steht ja was oben, es ist ja nicht notwendigerweise analog. So geht es nämlich auf, dass man sagt, naja, das hier auf Papier gilt genauso, weil Sie können es ja abtippen in eine kanonische Form und die digitale Signatur rechnen. Ja, und mich stört halt die Inkonsistenz, dass man dort was Praktisches sagt, Papier ist nichts anderes
Und dort, wo es irgendwelche Lobbys gibt, die sagen, wir verdienen Geld damit, ist plötzlich digital das, und Internet. In dem Fall, in dem Problem haben wir halt starke Lobbys in Österreich, also die Verwertungsgesellschaften sind, also die überhaupt, die machen wirklich viel Geld damit. Ne? Ja, man muss schon eins dazu sagen, man muss einfach dazu sagen, dass das Urheberrecht entsprechend alt ist, ja, dass es von der Technik überholt wird. Wir hatten gestern, vorgestern den Justizminister Brandstätter an der KfU, der zum Thema Urheberrecht auch referiert hat. Und da gab es dann ganz, ganz lustige Fragestellungen. Ja. Also da ging es also 2 Stunden lang um die Festplattenabgabe, die ich da jetzt bitte nicht diskutieren möchte. Aber da ist eigentlich dann die Frage aufgetaucht, zum einen, ja, was passiert denn, wenn die Daten nicht mehr auf Festplatten gespeichert werden, sondern schon noch auf Festplatten, aber nicht mehr auf der eigenen, ja, sondern eben in Cloud-Systemen. Und da gab es dann als Antwort, und das ist, glaube ich, schon dem System geschuldet, und ich sage das wertfrei, ja, das schauen wir uns dann an, wenn das eine Breitenwirkung erzeugt hat. Das heißt ganz einfach, das Gesetz wird immer hinter der technologischen Entwicklung hinterherhinken. Das ist aber nicht das Einzige, auch Gesellschaften hinken hinter technologischen Entwicklungen hinterher. Ja, also man darf das dem Gesetzgeber jetzt nicht wirklich so groß zum Vorwurf machen. Und man versucht jetzt mit der Urheberrechtsnovelle das zumindest in großen Teilen zu regeln. Da geht es ja um viel mehr als um das, was wir wollen. Ja, wir sind ein kleiner Teil des gesamten, der gesamten Novelle, aber uns ist eben genau dieser Passus wichtig, um Studierenden eben das auch anbieten zu können, was sie brauchen. Ja, weil ich muss eins auch dazu sagen, wenn ich heute meine Unterrichtsmaterialien auf ein Lernmanagementsystem stelle und dabei keine Rechtsverletzung begehen möchte, ja, dann muss ich so viel Arbeit hineinstecken, ja, weil ich nur alles entweder selbst produzieren kann oder eben auf offene Bildungsressourcen zurückgreifen kann. Ja. Und ich würde gerne die Zeit, also auch ein bisschen Zeit dazu verwenden und die dir geben und genau diese Bildungsressourcen, die ihr ja entwickelt habt und auf die ich jeden Tag irgendwie auch zurückgreife, ein bisschen vorzustellen, weil ich glaube, das sind also von L3D angefangen über Learning, also über Applikationen und Ähnliches, um einfach mal auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was es denn schon alles gibt und was man alles nutzen kann. Ja? Also das wäre schon spannend, ja? Wenn du das willst. Und wenn es mir ja, also wir haben versucht, gerade bei L3D haben wir versucht, ein Lehrbuch zu schaffen, mit vielen Leuten zu schreiben. Wir haben das in der Version 1 geschafft, mit also, was waren das, 100, 200 Mitarbeitern, also die das wirklich gemacht haben. Und das Ganze war aber unter einer Creative Commons Lizenz, die also der CC BY ND geheißen hat. Das heißt also, wie man es dann da sieht, die Lizenz war eigentlich also unter Namensnennung, man hat uns also als Herausgeber nennen müssen und wir haben also, es war keine Bearbeitung erlaubt. Also es hat also de facto war das eigentlich nur PDF zum Lesen, aber immerhin die Erlaubnis, jeder darf das PDF lesen und weiter verwenden, aber er darf es nicht bearbeiten, darf sich kein Bild rauskopieren und so weiter. Und da haben wir gesagt, in der zweiten Version, das können wir nicht nur mal machen. Also warum habe ich das gemacht? Eigentlich um die, sage ich einmal, wirklich honorigen Professoren zu ködern, weil wenn ich dem sage, das steht unter SA und es darf bearbeitet werden, ja, dann haben die gleich gesagt, wie, mein Text kann man bearbeiten? Sage ich, ja, na, dann mache ich nicht mit. Also das war mal so, das war so unmöglich in der Version 1 also mitzukriegen, weil da könnte irgendein böser Student was einschreiben und seinen Text verhunzen. Also das ist dann die Idee, die man da mit sich trägt. So, in der zweiten Version haben wir gesagt, nein, die Hürde bauen wir ab, das nützt nichts, wir machen den Meta, wir machen CC BY SA, das heißt wirklich einen Text, der vollkommen frei verwendet werden, jedes Bild, jeder Text, jede Überschrift, was auch hier immer, das ist alles so, hat man viele graue Haare besorgt, weil also das dann so weit geht, dass man zum Beispiel Bilder von der Wikipedia nimmt, die CC BY sind, ja, die nachgezeichnet sind von anderen Dingen, die aber zum Beispiel den Gartner Hype Cycle also wiederherstellen. Ich kenne sogar einen, der das gemacht hat. Und dann fragt man sich, ja, darf der denn das überhaupt?
wie kommt der zu der Grafik, das gehört der Firma Garten aus den USA. Hat der jemals dort nachgefragt und nachgezeichnet? Ja, dann kriegt man juristische, ich habe einen Juristen dabei gehabt damals, also wirklich einen, der das speziell Urheberrecht und E-Learning im Griff hat. Und der sagt, ja, das ist also jetzt schwierig, weil, also verklagen kann man, können sie die aus den USA nicht, weil in den USA haben sie ja andere Urheberrecht. Das heißt, die Firma müsste jetzt sich in Deutschland ansiedeln und dann kann sie mich nach deutschem Recht verklagen. So, das heißt also, ich bin selbst bei diesem Werk, also theoretisch verklagbar. Und dann war zum Beispiel, darf ich etwas nehmen, das unter Public Domain steht? Das ist eine spannende Frage. Darf ich ein Bild, das unter Public Domain steht, unter CC BY-SA stellen? Sicher, Public Domain weiter, ich kann damit machen. Ja, genau. Das Problem ist aber, der Jurist sagt, ich muss das garantieren können für jedes Land der Welt. Und oh, kann ich das? Sage ich, na, es steht jetzt nur in Österreich und in Deutschland unter PD. Ja, dann sagt er, er kann es auch nicht beantworten. Dann sage ich, super. Ja, also das hilft mir genauso. Also man kommt eigentlich in dem Prozess drauf, dass das so verworren und komplex ist. Das heißt, ich kann keinen Lehrenden damit irgendwie konfrontieren. Und ja, also ich habe gesagt, ich habe viele graue Haare bekommen in dem. Wir haben es geschafft, unter CC BY-SA rauszugeben. Wir haben viele Bilder, die in der Version 1 drinnen waren, rausgenommen. Die gibt es jetzt einfach nicht mehr in der nächsten Version. Dafür ist das Buch komplett offen. Also, und wie gesagt, wir sind wahrscheinlich eines der ersten Lehrwerke auf dem Hochschulsektor, das wirklich also 600 Seiten unter CC BY-SA steht. Und das ist natürlich jetzt, die Idee war eigentlich, warum haben wir das gemacht, damit also Leute, die zum Beispiel, viele bauen sie Präsentationen aus diesen PDFs, ja, und gehen damit in die Lehre, und das darf er ja nicht, das wäre eine Veränderung des Materials gewesen, das kann er in der Version 1 nicht machen, obwohl er sie so runterladen kann, er kann nicht einfach hergehen und das rauskopieren, das ist anders, wie es vorher war. Und das war also diese große Diskrepanz, und jetzt funktioniert das. Also, schafft es jeder noch für mich Rechtssicherheit? Also wenn irgendwas vom Garten verwendet, ja, von euch, jetzt ja, okay, also okay, jetzt komme ich mit einem Oberclou-Beispiel. Ja? Also das ist, also das ist mir immer noch so erinnern, und ich muss ehrlich sagen, also das hat mich damals wahnsinnig also geschreckt. Eine Professorin an einer Universität in Österreich hat eine CD hergezeigt mit künstlerischen Bildern. Der Sohn von dieser Künstlerin sitzt in der Vorlesung, geht haut nach Hause und sagt, du Mama, die zeigt von dir Bilder. So, daraufhin verklagt die Mama die Professorin, ist passiert. So, die Professorin hat sich nichts dabei gedacht, hat gesagt, das ist eine CD, die habe ich käuflich erworben, und hat den Kassazettel rausgezogen. Dann hat man rechtlich nachgeschaut, also sie hat es richtig gekauft. Das Problem ist, offensichtlich der diese Bilder auf die CD gespielt hat, also der Hersteller, hat das, wie gesagt, also falsch gemacht. Und das Gericht hat beschlossen, aber das schützt sie trotzdem nicht. Ja, weil sie hat trotzdem eine Urheberrechtsverletzung gemacht, ja, unabhängig davon, dass sie geglaubt hat, sie macht keine Verletzung, und hat damals 6.000 Euro zahlen müssen, also 2 Monatsgehälter. Und wenn man das erzählt, dann hört jeder Lehrende von mir auf und sagt, Herr Ebner, Open Education, nein, danke. Ja, also das ist, und das ist aber genau das Riesenproblem, das wir haben. Und ich kann dir also nicht zu 100% Rechtssicherheit geben, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ne? Also das, und das ist aber der Grund, warum wir unbedingt diese nicht kommerzielle Nutzung im Urheberrecht fixiert haben wollen, ja, genau das abzubauen. Ja, die nicht kommerzielle Nutzung ist natürlich jetzt auch wieder ein Riesenproblem, weil ich bin ja ein Nicht-NC-Vertreter, also ein NC würde heißen, also man darf es verwenden, wie man will, aber nur nicht kommerziell, weil das Problem ist, die Donau-Universität Krems sagt dann danke. Mhm. Die verkaufen also ihren Lehrgang, und das wäre eine kommerzielle Nutzung, und die dürfen meine Materialien bei NC-Fall nicht mehr verwenden. Die machen unsere das genauso, Universitätslehrgänge, die kosten. Ja, genau, die dürfen das sowieso nicht mehr, und es gibt das auch für einen Juristen, die Auskunft ist ein Studienbeitrag schon eine kommerzielle Verwertung, das ist auch schon etwas kritisch. Da geht man davon aus, nein, aber auch nur, also man schließt also auch die ganze Erwachsenenbildung aus, die, sobald man irgendwo ein paar Euro rüberzahlt, also in der VHS oder was weiß ich, ist das kommerzielle Nutzung. Ne? Also das, die müssen schon ordentlich, und das ist dann schwierig, also deswegen habe ich auch das NC abgebaut. Ne? Und das NC ist natürlich etwas, was die meisten Lehrenden nicht hergeben wollen, weil die haben natürlich das Gefühl, wir haben also jetzt den Text gemacht und jetzt kann ein anderer verdienen, weil wenn ich NC abbaue, das heißt also, ihr könnt jetzt hergehen, könnt euch mein Buch runterladen, ihr könnt es selber verlegen und verkaufen. Ist erlaubt. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann euch sagen, viel Glück wünschen, vielleicht verkauft es mehr als ich. Ja, aber ich kann dagegen nichts machen. Und das ist also jetzt vom Buch her mal unspannend, ja, aber die Geschäftsmodelle sind mir schon klar. Also spannend wird es dann, wenn ihr so quasi so Crawler schreibt, der über verschiedenste Systeme drüber fährt und ich sage, du stell dir dein persönliches Buch zusammen. Ja, und plötzlich der mit meinen Lehrtexten vielleicht noch gutes Geld verdienen kann. Und das ist natürlich etwas, was auch den Lehrenden vorschwebt und sagt, um Gottes Willen, ich habe mich hingesetzt, vielleicht also ein halbes Jahr oder ein Jahr, und dann auf einmal macht der das Geschäft, wobei das eh nicht stimmt. Aber. Wenn wir jetzt schon zum Ende kommen,
wir dann bitte von jedem von Ihnen ein Statement haben, was könnte das Best Practice an OER sein in naher Zukunft oder in ferner Zukunft und wie sollte ich es bitte ja nicht entwickeln? Also was mir vorschreibt, ist, dass man, also das ist auf alle Fälle eine weitere Verbreitung von offenen Bildungsressourcen geben soll. Ich rede jetzt von Universitäten. Ja? Wie ich vorher schon mal gesagt habe, ist es einfach so, nur weil eine Bildungsressource offen ist und frei ist, heißt das noch lange nicht, dass sie nichts kostet in der Erstellung. Ja? Also muss irgendjemand dafür bezahlen. Ja? Und ich glaube, da braucht es einen politischen und einen gesellschaftlichen Willen, ja, dass diese Materialien entsprechend produziert werden können. Das wäre mein Wunsch, dass es an Universitäten entsprechende Strategien gibt und auch, sage ich mal, Handlungsanleitungen gibt für Lehrende und Forscherinnen und Forscher, eben ihre Arbeiten als offene Bildungsressourcen anzubieten. Da haben wir noch weniger ein Problem hinsichtlich der Finanzierung, weil sie ohnehin sehr viel produzieren. Ja? Da geht es, glaube ich, um Aufführung und um Handlungsrichtlinien. Die würde ich mir sehr wünschen. Auf der anderen Seite ist es wirklich wie immer, das tun alle, aber wir müssen es auch tun, ein Appell an die Politik, oder diejenigen, die das Geld verwalten, ja, dass man darauf schauen muss, wenn man einen Bildungsanspruch hat und auch wenn das eine sehr abgedroschene Phrase ist, das ist einfach was glaube ich vielen von uns sehr am Herzen liegt, ist Kohle wird es nicht mehr lang geben, ja, die Schwerindustrie überlegt sich auch schon, ob sie noch in Österreich bleibt, soweit es die halt noch gibt. Also wenn wir irgendwie realisieren und Bestand haben wollen in diesem Europa und in dieser Welt, dann ist es die Bildung. Ja? Und auch wenn das alle trommeln, es stimmt einfach, deswegen muss man es auch sagen. Und ich denke, wenn wir Bildung für alle machen können, im Sinne von einer größtmöglichen Nutzung aller Ressourcen, die an Hochschulen produziert werden, dann wäre das ein sehr schönes Beispiel und ein sehr schöner Schritt, um Bildung weiter zu forcieren und um ein hochgebildetes Land sozusagen zu werden bzw. zu bleiben. Also das wäre so meine Zukunftsaussicht. Was gar nicht passieren darf, ist, dass wir wieder zurückgehen ins Schneckenhaus und dass wir eine sehr starke Kommerzialisierung haben, wo Bildung dann einfach nichts anderes tut, als in Elite-Denken sozusagen zu enden und zu sagen, dort, wo das Geld zu Hause ist, dort kann ich auch gute Bildung bekommen und dort, wo weniger Geld zu Hause ist, dort wird es schwerer. Wobei ich jetzt abschließend noch dazu sagen muss, also ich bin jetzt nicht sehr dafür, also dass man alles über einen Gleichheitskamm schert, weil das wird nicht funktionieren, aber ein offener Zugang sollte wirklich forciert werden und auch entsprechend mit Ressourcen, finanziellen Ressourcen ausgestattet sein, das wäre mein Wunsch. Gut, ich kann nicht mehr recht, also nochmal ergänzen natürlich. Also ich gehe da voll d'accord, aber für mich ist es auch, wo ich mich halt sehr stark jetzt in den letzten Jahren forschungsmäßig aufgehalten habe bei den Schulkindern, eben auch Tabletklassen und Schulbücher. Also Schulbücher ist ein Riesenthema in Österreich. Und es gibt also zwei Studien von mir, wo wir ganz klar rausarbeiten, wie wir uns das vorstellen in Zukunft. Und zwar wollen wir das OER-Schulbuch. Und das heißt also, das Schulbuch an sich ist frei verwendbar. Das ist nämlich zum Beispiel ganz praktisch, wenn der Papa, in dem Fall bin das auch ich, zu Hause von seinem Sohn quasi zugeschickt bekommen darf, was er für Hausübungen hat. Und ich kann ihm das auch dann vielleicht antworten und irgendwo hinlegen. Oder ich finde Übungen im Netz, die genau für das Buch gut werden, weil also man steht sehr schnell an und muss sich plötzlich wieder Neues kaufen. Das ist ein staatliches Problem. Ich habe auch mit dem Ministerium dazu schon ein paar Diskussionen geführt. Die sagen dann, das geht ja nicht. Ja, also wie denn, wie soll man da machen? Das muss ja ein Geschäftsmodell haben und wir müssen ja und so weiter und so fort. Und man muss wissen, also momentan funktioniert so, ein Schulbuch wird erstellt von einem Verlag, der Verlag muss das einreichen, das wird genehmigt vom Ministerium und dann darf er durch die Schulen touren und das Buch verkaufen. Und wenn also die Lehrer sagen, das Buch wollen wir von dem Verlag, dann sagen die das dem Ministerium, die kaufen das beim Verlag wieder ein. Also so läuft es momentan eigentlich. Und das kann man, es ist, also das heißt, der Verlag lebt vom Verkauf. Ja, und also das
natürlich, dann kommt es dazu, dass dann heißt, man eben nur den Verlagsbashing wieder betreiben. Dann sage ich, nein, das ist also, man muss noch anders denken. Das heißt, das Ministerium nimmt ja Geld in die Hand und zwar, sie kaufen diese Bücher ein. Ne? Man könnte jetzt umgekehrt sagen, man macht eine Ausschreibung und sagt, lieber Verlag, biete mir an, was kostet denn das Ganze? Und ich zahle dem dann eine Summe X hin. Und er produziert ein Buch, das gehört mir als österreichischer Staat und ich vergreife das dann als Open Education Resource. Und das funktioniert, also es gibt Länder, die machen das schon. Ja, also es ist immer so, man sagt immer nur, wir haben die Einfälle, das, die anderen haben schon mit dem begonnen. Und das würde in vielen Sachen also wirklich viel helfen. Und also wie gesagt, unabhängig von der Universität ist die Situation auch ein bisschen anders, dass wir auch gezahlt sind und Lehrmaterialien sowieso erstellen müssen. Ja, da ist natürlich die Frage, hallo, also jetzt das noch verkaufen ist ein bisschen ein schräger Gedanke, weil wir eh schon zahlt worden sind, dass wir es machen müssen. Also ist auch nur auf unseren Dienstverträgen zurückzuführen und auf FHs ist es ja nicht mehr so. Also die haben andere Dienstverträge, also bei denen ist automatisch das Lehrmaterial auch Eigentum der FH. Bei uns ist es so, wenn es mich nicht mehr gibt, dann kann ich alle meine schönen Unterlagen zusammenpacken und es darf niemand mehr verwenden. Also und das könnte also auch durchaus auch ein Problem im System werden, ne, wenn das alle so machen würden, ne, weil das ist ja auch nicht so. Also in dem Sinne eigentlich, also wie gesagt, das geht schrittweise. Ich bin überzeugt, dass so vieles der Sachen, die wir jetzt anleihen, die werden irgendwann in irgendeiner Form umgesetzt werden. Und ich gebe da recht, also das Zumachen wäre also den Österreicher zergehen würde und sagen, nein, also da machen wir überhaupt nicht mit. Aber die Gefahr sehe ich nicht, weil wir sowieso auch nicht mehr den anderen nachlaufen. Also ich glaube, das wird auch kommen. Also, Gott sei Dank. Ja. Gut, dann danke für diese wirklich interessante Diskussion, auch für die Gesprächsteilnahme aller Teilnehmer. Ich hoffe, viele haben hier noch interessante Impulse mitnehmen können und auch fürs Monat der freien Bildung, wo das thematisch perfekt hineinpasst. Auch danke noch einmal an Sie explizit, Herr Eben und Herr Kopp. Bitte gerne. Wir haben da haufenweise Folder, gell? Also ja, natürlich. Mitnehmen. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Danke.